Wer will mir jetzt schon wieder helfen? Mir kam zu Ohren, dass Oberhäuptling Svanhildr und ihre Mutter sich sehr nahe stehen. Hey, die ist ganz woanders, aber pff, so nahe steht ihr euch nicht. Da sind knapp, ich würde mal sagen, 1500 Kilometer zwischen. Für die Leute, die es nicht wissen, ich habe einmal einen Charakter Itzi benannt. Ich war in Irland. Dann ist der Itzi kleinwüchsig geworden. Dann ist er nach hier gekommen. Hat den muslimischen Glauben angenommen. Hat was geerbt. Hat hier den muslimischen Glauben verbreitet. Hat die Mutter bekehrt. Meine Mutter war Königin von England. Die Königin von England wurde muslimisch. Und dann hat die Kirche einen Kreuzzug gegen England geplant. Gegen meine Mutter. Dann musste ich meine Mutter umbringen, damit die Kirche nicht England einnimmt. Dankeschön, Itzi. Ich nie wieder. Nie wieder Charakter. Oh, das ist ein Hilo. Ah ja. Habe ich hier auch. Du hast mehrmals Itzi benannt. Ich habe immer. Es war nie gut. Immer zu Diensten. Dankeschön. Was haben wir denn hier für eine Seuche? Das Kausantin-Schweren. Wie viele Tote hier? 6. Wie viel habt ihr? 12. Ihr habt schon mal jetzt doppelt so viele. Ah, da unten ist langsam vorbei mit den 182 Toten. 182. Leck mich am Arsch. Habe ich keinen Bock, dass das bei uns ausbricht. Ah, die Krankheit nennt sich bestimmt Itzi. Na, schon mal hier für eine. Was haben wir hier? Hier, wie viel Geld ist da? Für auch 15. Das ist gut. Oh, und dann noch die 15? Haben wir 30 Gold gesichert, 30 Prestige. Oh, warte mal, was bin ich doof? Doppelt so schnell, ich habe doch einen Plünderer. Hier. Bin ich blöd. Genau. Matzen-Notor, genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich habe den Plünderer nicht drin. Nehmen wir dem eigentlich seinen zweiten Herzogstitel jetzt weg? Müsste mir eigentlich Legitimität bringen? Oder wird die Legitimität dann eigentlich runtergehen, wenn ich mir den Herzogstitel hole? Weil offiziell müsste mal... Oh, ich kann ihn einfach gründen. Verleiht Reichs 300 Prestige und 25... Legitimität. Damit müsste ich rechtmäßig anerkannt sein. Rechtmäßiger Herrscher. Ja. Ja. 125 kostet mich das nur. Oh ja. Oh ja. Und damit bin ich endlich rechtmäßiger Herrscher. Ich finde, das hätte jetzt mal als rechtmäßiger Herrscher mindestens ein Event geben sollen. Leicht erhöhte Bündnisakzeptanz, leicht erhöhte Vasilierungsakzeptanz, leicht erhöhte Heiratsakzeptanz, leicht verringerte Kosten des Anspruchskriegsgrunds, leicht kleinere Anspruchsstellerfraktion, leicht verringerte Kosten für das Beeinflussung der Waagschalen der Macht, geringfügig weniger der Jure-Grafschaft nötig für die Entschaffung eines Titels. Man braucht wen... Wenn man Legitimität erhöht, braucht man weniger zu Titel zum Erschaffen eines neuen Titels. Könnt Königreich von Pommern schaffen. Ich könnte jetzt König werden. Dann kann ich kein Königreich mehr. Dann kann ich, glaube ich, nicht das Königreich... Ich glaube, dann kann ich das Königreich nicht angreifen. Das heißt, ich warte, bis ich erhaben bin. Sonst kann ich das Königreich nicht angreifen. Und Polania... Boah, du Scheiße. Was sind das für Ländereien hier? 16. Ah, 25 Verluste, das geht. Das muss ich zweimal machen. 19, Cecchino. Ja, wunderbar. Was ist eigentlich dein Ziel? Mein Marzipan überall hinzubringen und viel Geld zu machen damit. Und dabei in der Welt mit den Seuchen klarzukommen. Weltherrschaft. Ich krieg mein Marzipan überall hin. Ach komm, die 3 nehmen wir auch noch mit. 30 Gold, 30 Prestige. Habe ich immer überfallen an? Ja, wieso überfällst du nicht? Ich habe doch immer überfallen an. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann geh dahin. Und Garo Games, hi. Was hat Slupsk eigentlich? 19 Beute auch. Auch gut. Super.
Dann jetzt hier schon mal hinklicken. Nebenbei, die plündern das noch zu Ende. Ihr könnt jetzt schon hier hinklicken. Aber es wird vorher noch zu Ende geplündert. Keine Sorge. Also, die gehen dann los, wenn ihr das habt. Ach so, hi. Ja, man kann auch mal Hallo sagen. Ist freundlich. Ich vergesse es zwar manchmal. Königlin Häuptling Camila. Sowas ist immer noch schöner. Wenn man dann nochmal 25 Gold extra einsackt. Charmin. Die Piratenhorden sind einfach nur krank. Sondersoldaten, die vererbt werden, über 7000 Mann. 2500 Kriegsvolk? Piratenhorden? Wo gibt's denn Piraten? Hi. Wie? Wo? Hallo. Ja, da ist ein Factory Suchti, ne? Bin halt gewohnt, meinen gestrigen Dünnpfiff loszuwerden im Twitch-Chat. Ach, meinen geistigen, nicht gestrigen. Da bist du hier ja genau richtig. Ach, viele Königreiche in recht kurzer Zeit, muss ich sagen, sind hier gegründet worden. Das ist schon echt irritierend. Wir haben im Jahre 867 angefangen, 13 Jahre später. 13 Jahre später haben wir hier Ostfrankenreich, Bayern, Großmähren. Ist Böhmen jetzt auch noch ein Königreich? Ist auch noch König? Ne, Herzog. König von Polaben. Polania ist noch ein Herzog, okay. Großmähren König. Ungarn König. Balaton. Oberhäuptling. Ja, sehr viel. Ja, auch noch mehrere Königreiche. Königreich, Königreich, Königreich. Sag mal, ist es ja. Nimmt sich jetzt jeder ein Krönchen und sagt, ich bin König oder was? Jedes Krönchen gibt ein Tönchen hier. Das, wo du Mönnen brauchst, die einzelnen Inseln. Mhm. Königin Vanni klingt halt auch einfach gut. Ey, wieso greifst du nicht an? Hat er schon geplündert? Wieso plünderst du nicht? Schlupsk. Hä? Jetzt erklärt mir einer, warum die nicht plündern, bitte. Hat irgendjemand eine logische Erklärung, warum sie nicht plündern? Hast du mit dem einen Waffenstillstand? Oh ja, ich habe mit dem einen Waffenstillstand. Ah ja. Doofer Waffenstillstand. Kann ich euch einfach auflösen? Oh. Nein, ich hätte zurückgehen sollen. Ich habe das noch. Ach nein, war ich blöd. Ich bin dahin gegangen, von da aus. Statt dahin. 19 Gold für nichts. Naja, passiert. Oh ja, Häuptling Lucian hat endlich Geld. Schön. Kann ich hier die Kontrolle eigentlich stärker erhöhen? Kontrollzuwachs, Versammlungshallen. Ja bitte, das stört mich nämlich. Es dauert echt mir zu lange. Und Aufgebote noch erhöhen. Geringerte Festkosten für Festmahl. Ja bitte. Weil hier sind so viele Aufgebote, die will ich haben. Oh, ich will zwar auch, ich muss... Verführe sie mal. Ja, Seuchen in der Nähe. Westmannischen Pocken, Muhammad, Fieber, luxemburgische Ruhe. Leute, wir müssen aufpassen. Wir haben mehres in der Nähe. Todesopfer 20, 10, 3. Das rückt näher, das hier rückt näher. Alles klar, wir müssen aufpassen. Du bist auf Seuchenabwehr gestellt, das ist gut. Das hier beenden wir, das Komplott. Verführ deine Frau mal, ich will endlich... Oder Liebesdinge? 0%! Kann mir einer kurz erklären, die Frau plus 100, gleicher Glauben wie ich. Gucken wir mal. Gerecht mag sadistisch nicht, treuherzig mag sadistisch nicht, treuherzig mag rachsüchtig nicht. Gerecht mag sadistisch nicht? Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ah, verführ sie.
50% Wahrscheinlichkeit. Verführen wir erfolgreich unsere Frau. Umfragen, wo du denkst, das kann auch nur Crusader Kings 3 schreiben. Eine Minute Zeit, los geht's. Ich kann vasilieren in den Schriftrollen. Ich will mal gucken. Das ist mal die schönste Art. Das ist die schönste Backseat-Gaming-Formulierung, die ich je gehört habe. Mein Herzog in ihren Schriftrollen steht, sie können vasilieren. Also das muss ich ja mal. Kriegen wir da mal ein Ausrufezeichen? Also so Applaus, so eine schöne Formulierung von einem Hinweis geben. Überleg mal, ob du noch vasilieren möchtest. Hatte ich ja schon lange nicht mehr. Mann. Jung, die Seuchen sind schon übel. Ab gestern dauern Todesmeldungen von Festland. Ja, und die sind heftig. Deswegen bin ich gespannt. Sollen auch an Teilen zu imbalanced sein. Michael, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe schon wieder so viele Punkte hier. 100.000! Oh, Sir Valentin. Mal sehen, ob Sir Valentin seinen Ruf wiederherstellen kann, als immer richtig liegend. Da war das Sir Valentin eben nicht. Und dann hat er sich lange erarbeitet und dann ging das wieder weg. Du, 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 du. 12:19, Einreichung beendet. Boah, 50-50. Passt ja. Komplott schmieden. Hui! Legitimität ist da. Ruhm müssen wir natürlich auch noch erhalten. Wir könnten natürlich... Für was habe ich gerade so viel Geld ausgegeben? Ach, Langhäuser, stimmt. Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich nur noch 300? Da war doch gerade noch 400. Nachbarn können zu Vasallen gemacht werden. Häuptling Jaromil. Den ich gerade geplündert habe. Ja. Eingeschüchtert, hohe Legitimität. Hohe Legitimität. Plus 25 wegen Legitimität. Plus 25 wegen Legitimität. Hammer. Und du? Walsch. Wurde auch von mir überfallen. 1000 Mann! 1000 Mann in meinem Reich Vasallentum anbieten. Krass! Wie krass ist Legitimität denn bitte? Jetzt muss man nur noch das Königreich und dann bin ich der rechtmäßige Herrscher. Ja. Wenn ich Pommern gründe, bin ich auch noch der rechtmäßige Herrscher von denen. Ne, müsste ich doch jetzt schon sein, mehr als Herzog. Müsste ich doch als Herzog schon sein, oder nicht? Sadistisch, möchte einen Sitz im Rat. Oh, verwalten kannst du einigermaßen. Hat mich überfallen. Ja, es tut mir leid. Mitfühlend, heilige Stätte. Ja. Ja. Steht jetzt nicht mehr, dass ich nicht rechtmäßiger Herrscher bin. Kannst du drauf. Kein Problem. Kriegst du. Minus 12. Dann beeinflussen wir. Ah, verführen müssen wir weitermachen. Wie sieht's eigentlich im Hof aus mit heiraten? Habe ich da. Wie sieht's bei euch aus? Verheiratet? Du bist noch nicht verheiratet. Du verheiratet? Du bist auch nicht verheiratet. Au! Sag mal, wo ist denn dein Arm hin? Ich glaub, der ist weg. Auch nicht verheiratet. Was verheiratet? Das ist meine Frau. Kunigund. Stefana. Aha. Wer bist du denn? Wo hab ich dir einen unschönen Mann gegeben? Es tut mir leid. Aber so ein paar Männer verheiraten, da können wir mal gucken hier. Meinen mächtigen Champion könnte ich ja mal... 26. Slowjakanisch. Pommerisch. Passt. Oh. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet.
Boah. Radspitzel, das ist gut. Das ist gut. Könnte nämlich passend werden, wenn ich mich ausbreite, dass vielleicht Leute es nicht so toll finden, dass ich mich ausbreite. Dass sie dann was dagegen haben. Wieso sollte man eigentlich seine Höflinge verheiraten? Sindrillian, was du machen kannst, du kriegst halt neue Leute, wie zum Beispiel hast du jetzt gerade gesehen. Ich habe meinen Höfling verheiratet. Da es ein Mann ist, kommt die Dame an den Hof. Und somit habe ich plötzlich eine Dame mit 26 Ränkespiel an meinem Hof, die ich dann als Radspitzel einsetzen kann. Genauso kannst du weiter verheiraten. Zum Beispiel dir auch hier eine Bildung reinholen. Wenn ich jetzt eine Ärztin haben will, kann ich hier eine Gebildete verheiraten. Die ist aber ziemlich gut. Kann ich mir, falls meine Ärztin stirbt, sie mit 42 Jungarzt. Vielleicht ganz praktisch schon mal reinholen, sicher gehen, falls meiner Ärztin was passiert. Zusätzlich darüber hinaus, kleiner Tipp, wenn du eine Frau hast, wie zum Beispiel, die ist verheiratet. Ich verlobe es, ich zeige es mal hier. Wenn du sie matrilinear verheiratest, heißt das, dass der Mann an den Hof kommt, weil die Frau den Titel weitergibt. Dann kannst du hier zum Beispiel nach Kampfgeschick. Und dann kannst du gucken, dass du dir den Florin zum Beispiel mit 28 Kampfgeschick kannst du den dann deinen Hof holen. So kannst du mit vielen Damen, die du hast, wenn du Gäste hast, zum Beispiel deinen Champions verbessern. Indem du überhaupt erstmal Champions reinkriegst. Ist mit dem Verloben dann ganz praktisch. Und matrilinear. Die müssen noch Geld verdienen. Königreich von Pommern. Hatte ich noch. Ausgezeichnet. Stopp. Feindliche Armee vom Häuptling Jaromil befehligt. Wer ist das? Warte. Häuptling Jaromil. Wieso ist das denn eine feindliche Vasallbefehlshalber und Champion von euch? Wieso gilt er denn als feindlich? Wieso gilt die als feindlich? Wieso gilt eine Armee von Vasall von mir als feindlich? Ist hier ein Fehler? Angreifen gegen Slupsk. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Greift Slupsk an. Ist doch super. Mach ihn platt. Breitet euch aus. Wieso ist der feindlich? Die Spielmechanik habe ich nie beachtet. Das ist eine der mächtigsten Spielmechaniken, die du im Spiel hast. Für ein Rad. Ganz besonders am Anfang des Spiels. Nebeneffekt kann man an deinem Hof Höflingskinder geben. Das heißt, immer gucken, auch wenn an deinem Hof Höflinge, wenn die Ritter sterben, dann hast du ganz viele Damen wieder, die unverheiratet in deinem Hof sind. Aber ich kann ihn ja nicht im Krieg unterstützen. Ich kann dir ja nicht den Kriegsbeitritt anbieten. Ja, aber wieso gilt er als feindlich? Meine eigenen Vasallen. Der breitet ja mein Reich aus. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Warte mal, ich gehe mal als... Wisst ihr, was ich mache? Plünderer. Nee, ich kann die ja nicht. Ich habe hier... Ach nee, ich habe ja hier einen Kriegswaffenstillstand. Hä, der hat auch einen Waffenstillstand mit ihm. Der hat einen Waffenstillstand mit ihm. Hat er den Waffenstillstand gebrochen? Das wäre heftig. Hä, wieso hier eine feindliche Armee? Wieso gilt die ganze Zeit... Warum gelten meine eigenen Armeen als feindlich? Warum gelten die Armeen meiner Vasallen als feindlich? Ich verstehe das nicht. Ich könnte die angreifen. Warum? Weil ich sie noch überfallen habe. Weil der Perk Überfall noch gilt.
Ich glaube, es gilt der Perk des Überfalls noch. Gucken wir mal, in 3 Tagen müsste das weg sein. Am 17. Juli. Jetzt, na? Am 18. Ja. Es war der Überfall-Perk noch. Und bei ihm ist das 22. September der Fall. Okay. Das finde ich überraschend. Also wenn du einen vasilierst, sollte doch so ein Überfall dann recht weg sein. Ist das gewollt? Weil dann gehören doch, eigentlich sind die ja dann mir unterstellt. Dann sollte sowas doch... Auch wenn der Seuche jetzt eventuell wieder gut, wenn viele sterben, wenn du einen Hof groß machst, wahrscheinlich, dass du am Ende eine Seuche noch Leute hast. Ja, ist die Frage, ob man auch eigene Leute hat. Meine ganze Familie nur aus 4 Mitgliedern besteht. Ne, 3. Deswegen will ich ja mehr Kinder. Na, sonst wird es ein bisschen schwer. Mit die Kinders und so. Wie sieht es mit der Krankheit aus? Oh, die breitet sich in Oh, der Björn hat echt Probleme mit der Seuche. Was dem Björn passiert. 20 Todesopfer schon. Eieieiei. Ja. König Björnsson von Schweden. Björnsson Afonso. Starb an inneren Verletzungen. Starb an Blattern. Ja. Ja, ja. Björn Ironside hat die Seuche hingerafft. Sein Sohn an inneren Blutungen. Und jetzt ist das Kindeskind. Und der ist dem Tode nahe. Der stirbt auch gleich. Schweden geht gerade unter. Die festmännländische Pocken vernichtet gerade das ganze schwedische Königsfamilie. Wer erbt? Und am Ende ist eine 9-Jährige, die auch schon Blattern hat. Alter! Alter! Ey, wenn du eine Seuche kriegst, ist bye bye. Dann ist auch Wiedersehen. Und das ist noch klein. Seuchen hier, Ausbreitung klein. Seuchenstärke. Seuchenstärke klein. Und das ganze, die ganze königliche Familie stirbt. Du, Dyson Factory, ich will einen Weltuntergangsrun machen mit dem, wie viele Jahre schaffen wir überhaupt oder wie viele Monate. Dann heirate dich doch schnell in die Erbfolge. Ja, um dann da hinzugehen und zu sterben. Das ist der Weg. Ja, den Hofarzt muss ich, glaube ich... Die hat Krebs! Ja, herzlichen Glückwunsch. Tschüss. Jachin! Ist mir gerade scheißegal, dass die Kirche mich nicht billigt. Kriegst du ein Geschenk? Tut mir leid. 44? Ersetze ich dich einfach. Bitteschön. So einfach wird man ersetzt. Boah, was haben wir denn hier noch? Ja, scheiße, was ist denn hier? Polnische Pocken! Ich will mich. Ich will, ich hab mich gerade... Ich hab mein Reich gerade erst aufgebaut. Eieieiei. Da müssen wir mal gucken, wie das schon so funktioniert, ne? Da müssen wir mal gucken, was wir so machen. Moin, Kalasü, einen wunderschönen guten Tag. Heidewitzka, hoffentlich nimmst du Slupsk ein. Boah, wir müssen gerade... gerade habe ich mehr Kontrolle auf Seuchen und gucken, dass ich mich irgendwie verteidigt kriege. Such dir mal eine einsame Insel. Ja, ich reise jetzt und mache die Hauptstadt hier hin. Ab nach Island. Ei. Ich verführe meine Frau. Ab ins Bett. Sollen die alle krank werden? Ich verziehe mich in mein Zimmerchen. Schön 1,50 Meter Abstand und juppie. Klassisch wie die ganzen Corona-Kinder. Sollen die alle außen draußen krank werden? Ich habe nichts zu tun, also zeuge ich Kinder. Super. Dann kommen die isländischen Pocken. Da haben wir ein Problem.
Bist du zu klein, um das einzunehmen? Ja. Wieso führst du Krieg, wenn du die nicht einnehmen kannst, du Idiot? Hast du hoffentlich Verbündete? Jugendlicher Liebreiz. Was? So sehr ich mich auch mühe, meine Gemahlin Svanhildr zeigt mir immer noch keine Zuneigung, doch ich spüre, dass ich etwas Großem auf der Spur bin. Oh ja. Mein Sohn und Erbe Ermax unter meinen Vormundschaft und so kann mein Werben womöglich auch noch zum Erfolg gekrönt sein. Ein kleiner Stups und vielleicht wird Ermax meine Tugenden loben und zeigen, dass ich mit Kindern umzugehen weiß. Ein Talent, das schlichtweg unwiderstehlich bei der Partnerschau ist. Gehen wir das an. So tief werde ich nicht sinken. So Leute, schicken wir unseren Sohn vor, dass er mag Marzipan hier mit Marzipan lobt 1. Wer sagt, nee, ich sinke nicht so tief 2. Hauptsitz isolieren und Kinder zeugen. 2-1, genau die 2 Optionen haben wir. 1-1. Mhm. 1 führt hier, eindeutig. Flexen, einen wunderschönen guten Tag. Hanf nebenbei auch. Ich sehe aber mehr Einsen. Mr. Bambuschka. Schöner Name. Raschelbart habe ich auch noch nicht begrüßt. Irgendjemand anders nicht begrüßt? Sommeles habe ich nicht begrüßt. Hi. Alles klar, gehen wir es an. Wehe, der sagt, scheiße, ich bin rachsüchtig. Aber Herr mit Marzipan auch. Verflucht seist du Kind. Stinkend, da muss ich eingreifen. Ich schicke Marzipan lieber zu meiner Angebeteten und bin voller Erwartungsfreude. Es dauert nicht allzu lange, bis Svanhildr zu mir schaut und jedes Mal, wenn Ermag den Mund öffnet, heftig kichert. Ich kann nicht viel verstehen, auch ich höre die Worte lüstern, lüstling und stinkend, die mehrfach Erwähnung finden. Verflucht seist du, Kind! Stinkend, da muss ich eingreifen. Ihr kommt einer Rivalität mit eurem rachsüchtigen Sohn näher. Ja, super! Treffen sich zwei Jäger, beide tot. Naja. Lösegeld. Verdient endlich mal was. Ich muss mal wieder plündern gehen. Warum gehst du denn jetzt schon wieder weg? Nimm doch endlich mal Slupska ein. Schön wär's. Wieder nicht zufällig vielleicht der Slupska hier mein Vasallentum. Ist im Krieg. Wird nicht annehmen. Schade. Und Hellhound Raider, einen wunderschönen guten Tag. Mhm. So, ich mache nichts. Ich werde nicht reisen, auch keine Aktivität. Ich wurde noch zu keiner Aktivität eingeladen. Das ist irgendwie traurig. Ich habe 17 Kampfgeschick, also ich glaube, ich wäre gar nicht mal so schlecht. Treffen sich zwei Unsichtbare, sagt der eine zum anderen. Hey, lange nicht gesehen. Ja. Ist die Frage, können sich Unsichtbare sehen? Über Umwege. Wer will mir jetzt schon wieder helfen? Mir kam zu Ohren, dass Oberhäuptling Svanhildr und ihre Mutter sich sehr nahe stehen. Hey, die ist ganz woanders, aber pff, so nahe steht ihr euch nicht. Da sind knapp, ich würde mal sagen, 1500 Kilometer zwischen. Wenn ich mit Oberhäuptling Vigdis... Weißt du, ich bin, mein Kopf ist 12. Oberhäuptling Vigdis. Ich kann nichts dafür. Ich kichere gerade im Hintergrund wie ein kleines Kind. Das kann ich. Ich kann da nichts gegen tun. Das ist so. Es tut mir sehr leid. Ich bin 34 nächste Woche, übernächste Woche. Vater eines Kindes. Selbstständig. Und lache über Oberhäuptling Vigdis. Ja. Ist so. Ich werde Vigdis beschaffen. Was immer auch sie will. Könnte dabei helfen, ihre Schulden zu bezahlen? Nö. Ich beschaffe, was immer sie will. Auch wenn ich das bin. Ach, warte mal. Sie hat einen Gefallen von mir. Oh, ich dachte andersrum. Ich bin 49 und grinse wie ein Honigkuchenpferd. Wären sie dann Unsichtbare? Das ist die Frage, Gehirnkram. Die härteste Droge der Welt, die Schiene. Ein Zug. Ach du Scheiße, das ist nicht witzig. Das finde ich hart. Da geht's. Das ist. Ach du. Als wir das nächste Mal sehen, lächelt Svanhildr mich breiter an als sonst. Meine Mutter Vigdis hat mir berichtet, dass ihr geholfen habt. Ich wollte euch dafür danken. Ja, das geht doch mal. Erwachtes Interesse flexen, ha? Komplottstärke plus 15%. Ja, das ist schon mal
gut. Du hast doch Nein gesagt. Ist nicht gut für dich. Templeton Peck. Gleicher Humor? Freut mich. Bin Barner. Kann ich verstehen, weil mein Cousin hat da auch Kontakte gehabt. Festmännische Pocken. 33 Todesopfer. Ach du Scheiße, wer ist denn jetzt König gerade? Dem Tode nahe. Mal sehen, ob er das überlebt. Flagellant blattern. Gelinderte Krankheitssymptome. Vielleicht kriegt sie den noch geheilt. Vielleicht kriegt sie ihn ja noch gerettet. Nein, da will ich nicht mehr zu weit, die Aktivität. Natürlich Marzipanien. Wenn man in Lübeck groß wird, dann hat man das Herzog Marzipanien. Ich bin ja auch Herzog Herr mit Marzipan. Mit meinen Söhnen Ermark Marzipan und seinem kleinen Bruder Wilmer Edel Marzipan. Ja? Wenn die Schweden dich jetzt plündern würden, könnte sie die Seuche einschleppen? Ich vermute ja. Von daher sollen sie schön bei sich bleiben. Die sollen schön da, schön im Reichskanal, schön alles ausbrechen, kein Problem. Schwächt euch alle. Mal sehen, ob Schweden gleich noch überhaupt noch existiert. Das wird spannend zu beobachten sein. Die Pest kommt später erst. Aber bei mir zufallsgeneriert. Anhand des Spielstands aber. Nicht ganz Zufall, sondern ich habe das organisch. Also wird an dem Spielstand angepasst gestartet. Geh nochmal in Schweden plündern. Ja, ganz tolle Idee. Hihi. Gut gemacht, Könige. Ja, Herzogin. Oberhäuptling. Jetzt ist er wieder gesund. Ach, guck mal. Haben sie geschafft? Respekt. Die Feierlichkeiten fanden langsam ihr Ende und die für den Abend vorgesehene Unterhaltung schien vorbei, als Häuptling Svanhildr eine Lesung vorschlug. Bald ist schon ein Schreiber zur Stelle. Er fragt, was die Gäste denn gerne hören wollen. Ich erkenne meine Gelegenheit, Svanhildr zu beeindrucken. Etwas Frommes aus den Heiligen Schriften. Er will was über Religion hören. Nee. Etwas Unterhaltsames. Östlich des Indus. Etwas, was uns Bildung beschert. Was will die denn? Keine Ahnung, was die will. Was Unterhaltsames. Rechtschaffen und Schurke. Das gerecht, gefühllos, treuherzig. Frommes nicht. Gefühllos. Bildung wäre nicht schlecht. Ich würde auch denken, 3. Bildung klingt gar nicht mal so schlecht. Die ist einigermaßen gebildet, ist gerecht, treuherzig. Ja, gefühllos, Humor. Wenn ja auch mal Bildung. Die will was lernen. Der Schreiber hört gar nicht mehr auf zu lesen und die Aufmerksamkeit schwindet sichtlich. Während ich überlege, wie ich die Situation retten kann, meldet sich Vedunia plötzlich zu Wort und fragt, dürfte ich da alle bescheiden ein anderes Buch vorschlagen? Kleines Buch des Theismus. Was? Religiöses Buch? Ein religiöses Buch? Das ist so eine Kacke, ey. Eins war richtig. Religion, nicht unterhaltsam. Theismus. Bietet ihr mir was an? Wer ist das denn jetzt? Ja. Dankeschön. Ich muss halt... Boah, bis ich erhaben bin, wird es auch was dauern. Lutitia, warte mal, wie sieht es mit dem Königreich aus? Das gehört zu meinem Königreich, wenn ich es gründe. 1337 Mann. Angreifend gegen Königin Voisla von Polaben. Jetzt könnte ich seine Schwäche ausnutzen, dass er sie angreift. Wann habt ihr den Krieg begonnen? Genau jetzt, in der Sekunde. Dann müsste ich ein bisschen warten, dann kann der sich schwächen, dann kann ich rein, dann verliere ich nicht so viel Mann. Ich habe 3000. Heidewitzke, Herr Kapitän.
hier ist ein Krieg. Großmähren. Schlups, wie sieht's bei euch eigentlich im Krieg aus? Ah, sehr gut. Gehört bald zu mir. Warum greift der? Was willst du denn? Hober. Ein Häuptlingstum. Ey, du bist ja wirklich ein Blöd, ne? Das ist wirklich ein bisschen blöd, oder? Ah, da zieht er mit seinen 1347 Mann rein. Das ist gut. Dann warte ich etwas und dann kann ich mir das Herzogtum hier holen. Dann habe ich mindestens dann das Rest vom Königsreich. Und dann kann ich vielleicht Polaben, das Königreich, einfallen. Dann nehme ich das Königreich weg, habe dann wahrscheinlich einen Königstitel. Und wenn nicht, gründe ich ihn danach. Schmerzhafte Zurückweisung. Wir sind miteinander verwandt und ich liebe euch, doch nicht auf diese Weise. Ich liebe euch, aber wir haben keinen Spaß miteinander. Klasse. Ist die Frage, ob ich sie lieber loswerde. Als Lüsterner, der seine Frau nicht verführen kann, weg mit dir, oder? Ich muss weg. Wenn deine Frau keinen Spaß mit dir hat, ist der einzige Weg, den ich sehe. Tschüss. Es tut mir ja leid, aber so würde sich mein Charakter entscheiden. Sadistisch, rachsüchtig, lüstern. Oder? Wäre roleplay-technisch komplett die korrekte Entscheidung. Ja, aber die Scheidung. Tschüss, geh. Dann geh. Verpiss dich. Ist mein Reich. Ab nach Hause, geh zu deiner Mutter. Mit der bist du doch so. Ich hasse so zu reden, aber es würde zu dem Charakter hier passen. Es würde zu dem Charakter hier passen, das ist einfach. Ja. Genau so. Tschüss. Ja. Bündnis ausgelaufen. Ah, dann geht's weiter. Suchen wir mal. Eine 34 zierliche. Eine Riesin. Was haben wir denn hier? Polnisch. Gott. Wieso will denn keiner mit einem Bündner was kann, was heiraten? 432, 85 potenziell, aber insgesamt. Oh, 500 Kämpfer. Gar nicht mal so schlecht. Wo bist denn du? 500 Kriegsvolk. Oh. Ja, mit nahe gerade Sterbenden, dem Tode nahe, Blattern. Ja, klar, nee, ich hole mir keine mit Blattern hier rein. Tschüss. 20. Ehrlich, stur, demütig. Ragusa, wo bist du? Ziemlich weit weg. Aber an sich die beste Partie. Gleicher Glaube. Agatha, 20. Wäre auch wieder jung. Ja, die wird gleich sterben und die kann keine Kinder mehr zeugen. Die ist 44. Lüstern, unersättlich, schüchtern. Ich will ja nichts sagen, aber Vorlieben spricht man ja nicht. In jedem seine Vorliebe. Ach, das ist der Häuptling. Das ist ja gar nicht sie. Sie ist ja gar nicht lüstern. Sie ist religiöse Eifermist, gerecht. Nee. Also ihren Mann, ihren Vater, okay. Nee, ihr Kind. Ihr Kind, okay, aber sie nicht. Die Eigenschaften hätte ich genommen. Dann lieber die Agatha. Agatha Power! Es war mir eine große Ehre mit den Nordmännern und es war ein viel stärkeres Bündnis, aber das passt nicht zu meinem Charakter. Passt nicht zu meinem Charakter. 1300 Mann, schade drum. Schade drum. Warum nicht mag mich? Ah, die mag mich ja direkt. 65% der Verführung. Schenk ihr mal was. 12.
Um. Verführ sie direkt. 75%. So. Direkt mal Spaß mit seiner Frau haben nebenbei. Verführen wir erfolgreich unsere Frau, ist nebenbei nein die Antwort gewesen, leider. Nein. Seuchen. Da müssen wir gucken. Okay, die ist bald. Glücklicherweise einigermaßen eingedämmt. Schwedischer Haus hat überlebt, gerade so. Der war ja kurz davor zu sterben. Deine Frau hat dich zur Scheidung verführt, das stimmt. Wie sieht dein Krieg aus? 1345 zu 1085. Königin Vojislava. Oh, ich könnte die wieder gefangen nehmen. Ich könnte mich in den Krieg einmischen. Gefangen nehmen sie wieder für 200 Gold. Das würde mir viel Prestige bringen. Das würde mir sau viel Prestige bringen. Und damit mehr zum Erhaben, dann kann ich das Königreich eingreifen. Also greife ich in den Krieg und greife sie an. Das hilft zwar erstmal ihm, aber er nimmt sich ja höchstens ein Häuptlingstum und dann greife ich ihn ja an danach. Ich greife ihn ja gerade an, also wird er nichts machen können. Er wird sich ja verteidigen wollen. Und somit habe ich die Chance auf nochmal 200 Gold. Katsching, katsching, katsching. Ja. 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 Das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Also, Lutetia. Klingt irgendwie, Lutetia klingt irgendwie so ein bisschen wie bei Asterix und Obelix. Krieg erklären. Herzogtum erobern, Lutetia. 1908 Mann. 4418. Frömmigkeit 125. Ja, macht trotzdem machen. Ich hoffe, dass ich die da kriege. Hier alle ausheben. Der Stenditzer kommt bitte. Warte, bis du König bist. Mit was? Mit was soll ich warten, Blinde? Ach, zu heiraten? Da wartet er nicht drauf. Der Lüsterne wartet nicht, bis er König ist. Der wartet doch nicht mit dem Spaß haben Jahre. Ah, da haut's ab. Da haut's ab. Hoffentlich kriege ich sie. Komm schon. Komm schon. Glaube ich nicht. Nein! Na, der könnte natürlich mit seinen 1300 Mann uns gefährlich werden. Sie bleibt stehen. Sie bleibt stehen, das ist gut. Ah, auf die müssen wir aufpassen. Weg. Weg, 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 weg. Komm, nimm die Königin gefangen. 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 Schade. 530 Verluste, aber Manno. Was macht er denn? Über Umwege. Mir kam zu Ohren, dass Oberhäuptling Agathe und ihre Mutter sich ganz nahe stehen. Ja komm, die kann einen schwachen Druckmittel gegen mich erhalten. Ist in Ordnung. Oder? Na, ein Druckmittel gefällt mir nicht. Schwaches Druckmittel. Aber eine Königin. Wo geht der mit seinen 2000 Mann hin? Erwachtes Interesse, sehr gut. Ah, leider nicht die Königin gefangen genommen. Das hätte mir echt gut gefallen. Oh, er greift an. Sehr gut. Sehr gut, wenn er mich angreift. Das heißt, ich habe einen Verteidigervorteil. Das heißt, ich habe einen Verteidigervorteil. Mano.
Der verteidigt sich in den Feuchtgebieten. Mehr Truppen, höhere Route, mehr Kriegsvolk, Konter. Bleib kurz da stehen. Du kommst ran. Ich schmunzle noch immer über einen Witz. Mein Verdunja Yachin hat bei der heutigen Ratswitzung gemacht und er war richtig gut. Da packt mich Häuptling Lucian am Arm. Lehnt sich, ich wollte schon immer mit euch reden, ich weiß. Ihr seid sehr genug zugeneigt, seid doch jetzt im Ernst. Seid ein Platz im Rat? Du? Nein? Nein? Vergiss es. Rein da. Minus 7. Komm rein. Das ist wieder die 1000 von ihr. Gut, dass sie nur noch 1000 Mann hat, das habe ich nochmal die Option. Stieg ist gestorben. Nein, mein Ratsmarschall. Hobler Häuptling Oldrich. Habe ich noch eine Frau, die ich verheiraten kann? Russisch. Der gefällt mir. Boah, gerade voll viel. Wir müssen mal ein bisschen wieder langsamer machen. Ich gehe Viezen. Ja, viel Spaß beim Viezen. Bessere Auswahl gehabt. Blinde, das wäre aber wieder Min-Max. Das mache ich nicht. Verstehst du? Das brauche ich nicht. Ich mache das, was mein Charakter machen würde. Deswegen haben wir die auch uns sofort scheiden lassen nach der Verführung. Hätte ich auch warten können. Hätte ich ja potenziell mit ihr noch Kinder zeugen können. Das passt nicht zum Charakter. Und deswegen mache ich das, was der Charakter macht im RP. Und nicht das, was eventuell das Beste ist, um voranzukommen. Was hat mein Kind denn im Schrank der Dienstboten? Tragt verloren ein Versteckspiel, wie er behauptet. Lüstern, kleiner Schlingel. Er sieht aus wie nah, grinsend, rote Backen, sabbernd und sich kaum dessen bewusst, was ich sage. Oh nein, ich weiß, was geschehen ist. Er hat wohl zwei der Dienstboten gesehen, die gemeinsam Geflügel gerupft haben. In den Augen von Ermark liegt einfach Lust. Sehr gut, er mag auch Marzipan, so wie ich. Und jetzt greifst du die Königin wieder an. Rüber da. Eine Lesung im Stamm von Lübeck. Och nee. Demütig, heilige Schriften. Als der Schreiber uns vorliest, scheint Agatha wie gebannt. Später kommt sie zu mir. Eine hervorragende Wahl, her mit 95%. Wir haben uns genau die richtige geholt. Schwellende Chemie. Aha, bei mir schwellt dann auch was gleich die Chemie. Sag ich euch. Viel besser. Nee, du wirst hier nicht entkommen. Du wirst mir hier nicht entkommen. Das könnte knapp werden, aber ich glaube, wir schaffen es. Nein! Mann, ey! Wie viel sterben? Zu viele. Mann! Sie soll wieder angreifen. Da war mir ein Tag zu knapp. Fast vergessen. Oh, Vorzüge verfügbar. Meinung von Ratsmitglied plus 20. Man soll mich lieben. Die Reize von Yachin. Yachin und ich. Das ist meine Frau eigentlich. Ja. Nein. Das ist meine Dingsbums. Bedunia hier. Schlender durch den Garten, lachen lautstark über den Reim, den sie vor einem Diener gehört hat, als Läuptling Lucian unseren Weg kreuzt. Wir sehen uns in ernstem Blick an. Herr, ich möchte mit euch was entsprechen. Nicht jetzt. Nein! Es nervt mich langsam. Vielleicht habe ich Spaß mit meiner Yachin da. Kommt drauf an, ob meine Frau. Hm? Bisschen Spaß muss sein. Dann ist die... Minus 26! Er selber führt es aber an. Petrus. Ich
Ich habe Petrus gefangen genommen. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Der soll angreifen. Nein, ich gehe weg. Greif an. Komm, greif die 1300. Greif an. Ich bin weg. Die 1300 sollen auf die 629 gehen. Meine geliebte Gemahlin. Oh, die Dienstboten wurden entlassen und das Bett prächtig dekoriert. Als Agatha und ich die Gemächer betritt, lächelt sie verschmitzt, bevor sie ohne Zögern zu mir kommt. Mit Hilfe von Händen, Mündern und Gliedmaßen bestätigen wir jene Hingabe, die vor höchsten Mächten geschworen haben, wenn auch möglicherweise auf etwas fleischlichere Weise als beabsichtigt. Na geht doch! Sie wird meine Affäre und ich hab sie beschlafen. Ah, jetzt Rambazamba bitte hier. Da kommen die 1300, geht rein. Wir stärken uns. Nein! Du Idiot! Dann will man einmal, dass sie nicht angreifen, dann greifen sie an. Ach, du Idiot. Ah, komm, ich muss noch mal helfen gehen. Also irgendwie sind die blöd wie sonst was. Was machen die? Nimm mal einen. Ich habe keine Ahnung, was deren Plan ist. Hupsala! Hupsala! Fern der Feinheimat. Eine fremde Person wird mir vorgeführt. Er wartet seit einer Woche vor den Toren der Residenz. Oh, weg mit dem, die sind alle krank. Verpisst euch! Der Mann verbeugt sich. Mein Name ist Ordono, eure Hoheit. Ich bin weit gereist, hab vieles gesehen, aber ich bin des Reisens müde und katholisch. Tschüss! Wenn ihr mir erlaubt zu bleiben, werde ich gerne mein Wissen über die Welt mit euch teilen. Nein! Verzieh dich! Ah, schneller als du gucken kannst. Eines Morgens, als ich mich auf den Tag vorbereite, kommt mein Sohn Ermak Marzipan auf mich zu. Vater, wir haben gestern bei der Erkundung des Nordturms gefunden. Wir möchten, dass ihr es bekommt. Reicht mir einen kleinen zerfledderten Münzbeutel. Na, das, sowieso stelle ich mir das vor. Auf 4,69 hoch. So muss das. Übungskampfbahn in Redaria gebaut. Schön. Ihr kommt jetzt nicht plündern hier. Verpisst euch. Ich sag's euch. Die warten auch noch in den das Kriegsgeschehen hier ab. Oh, hat die viele Mann. Aber sie selber befehligt es nicht mehr. Oh! Was ist denn hier passiert? Wojslawa ist tot. Wurde von Oberhäuptling Gardomir von Schlesien ermordet. Populabin hat eine neue Königin. Führt leider nicht mehr ihre eigenen Armeen an. Schade. Eine Frage der Loyalität. Meine Gemahlin erwartet ein Kind und ich sollte überglücklich sein. Allerdings verhält sich in letzter Zeit merkwürdig. Hä, ich hab die gerade verführt. Ich werde der Sache diskret nachgehen. Ey, wenn ich jetzt erfahre, dass Agatha einen anderen Vater hat, ne? Einen anderen Mann gebumst hat, ne? Dann gibt's aber Ärger hier. Unbegründeter Verdacht. Ich muss ja... Boah, die... Scheiße! Wohin auch immer ich gehe, mein Radspitze folgt mir. Ich weiß genau, was sie will.
Ja, ich beschlafe sie. Salome und ich kauern Seite an Seite. Eieiei, das wird hier ärgerlich. Das könnte hier natürlich sehr ärgerlich werden. Wir kauern an der Seite noch unbemerkt von einer listigen Bestie. Meine Aufmerksamkeit ging voll und ganz bei einer Sache. Besonders in jedem Augenblick, als die Jacke mich streift. Als ich mich umdrehe, um sie zu berühren, stelle ich fest, dass auch sie abgelenkt ist. Als das Tier schließlich im Dickicht verschwindet, ist unser nacktes Fleisch bereits auf weiche Erde gebettet und wir versinken miteinander. Eieiei. Wieso bist du da nicht helfen, du Idiot? Ich habe nur noch 2000 Mann. Wie habe ich den denn jetzt gemacht? Hä? Wie ist das denn jetzt passiert? Hä? Hä? Was ist gerade passiert? Aber ich war doch in der Schlacht. Und hab doch die Schlacht verloren. Ich hab doch gerade... Während der Schlacht geht die Belagerung... Naja, die Belagerung geht nicht weiter. Die Belagerung geht ja nicht weiter. Und irgendwie ist hier ein neuer König. Was ist denn jetzt mit dem König passiert? Ein Moment. Was mit deinem Vater? Starb an einem Krampfanfall am 6. September im Alter von 34. Ja, aber wo und was und wieso und weshalb? Ist der König verstorben und du hattest seinen Erben? Nee, aber da steht bei Belagerung Gefangene gemacht. Den habe ich gerade am 28. Oktober gefangen genommen, gestern. Und dass die gewonnen haben, ist eindeutig, weil er kämpft noch eine Schlacht. Seine Mann haben gewonnen. Und meine 410 laufen gerade weg. Ich habe diese Schlacht verloren. Die Belagerung läuft weiter? Das meine ich, in meiner Erfahrung scheint das nicht so zu sein. Aber damit kann ich den Krieg sofort beenden. Ich kann den Krieg auch so sofort beenden. Hat er Geld? 100 Gold. Und Krieg beenden. Ich habe noch einen Gefangenen. Ich habe noch einen Gefangenen. 10 Gold. Nee, das ist die Zeit mir nicht wert. Sei gegrüßt, Oberhäuptling Hermit von Marzipanien. Mögen eure Säfte bei lebendigen Leib austrocknen. Seine viel größere Feinde ich gedacht hätte. Um diesem Blutvergießen ein Ende zu setzen, werde ich euren Forderungen nachgeben. 50 Legitimität. Das ist gut. Krieg ist beendet. Und ihr haltet die Plünderung auf. Boah. Die Schwester verheiraten. Kriegspunkte. Ja, ich weiß. Wird überfallen, sehe ich auch. Ihr seid... Pommern. Ich müsste das Königreich gründen, aber dann kann ich Polen nicht mehr angreifen. Wo ich jetzt über ganz Pommern quasi herrsche. Ah, wen habe ich denn hier eigentlich noch? Melde mich zum Dienst, mein schokoglasierter, weichkerniger Lord auf Mandelbasis. Schönen guten Tag. Ach, das Überfallen gefällt mir nicht. Was? Nein! Hier wurde gefangen genommen. 10 Gold. Sofort.
Jachin. Ah, ich komme nicht hin. Ich glaube, ich komme nicht rechtzeitig an, oder doch? Nein, er ist entkommen. So ein Arsch. Britannia und Brenner. Häuptling Daniel? War ein netter Kerl. Sehr hübsch, muss ich sagen. Hübsch, hübsch, hübsch. 8 Domänen kannst du halten. 24 Verwaltung, ja bitte. Dann hältst du 80 Meinung und liebst mich. Plus 33, ja schon besser. Die Frage ist, Königreich können wir jetzt gründen. Petrus? 100 Gold? Ja, bitte. Niklot? Auch? Ja, nimm. Lösegeld akzeptiert, Lösegeld akzeptiert. Läuft! Also, das lief ja jetzt mal wieder gut. Das muss man mal wieder sagen. War jetzt mal wieder gut. Don Philippe nebenbei, schönen guten Tag. Und falls Jolo noch da ist, guten Hunger. Wie sieht's mit den Seuchen aus? Ich sehe nämlich unten kein Seuchensymbol mehr. Nee, alle Seuchen weg. Alle Seuchen weg. Das ist schon mal gut. Es muss ein Königreich gründen. Eigentlich muss da jetzt ein Königreich rein. Wie weit noch bis zu Erhaben? Noch sehr lang. Polonia. Och du Scheiße. Boah, wenn ich einen starken Verbündeten habe, guck dir das mal an. Ich kann das Reich so groß aus. Aber dann habe ich auch ein Problem. Ich muss erstmal die Kontrolle kriegen. Ich muss ja erstmal die Kontrolle über mein Reich kriegen. Wie sieht denn die Kontrolle derzeit aus? Hier die Kontrolle müsste eigentlich da sein. Ja, ist sie auch. Scully, vielen Dank für den Prime. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, dir auch. 3000 Mann. Damit bin ich zumindest schon mal relevant. Wie sieht's denn aus weltweit? Also Tiere nach militärische Stärke. Nein. Alle, ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt sehr merkwürdig mit 3000 Mann. Der Nordmannenarmee, Kagan. Bin ich denn irgendwo? Boah, einigermaßen. Wenn man die ganze, wir sehen, dass es die ganze Welt ist. Alle hassen mich. Ich bin aber auch kein liebenswerter Charakter. Muss man dazugeben. 500 Mann in Lübeck hat viel zu wenig. Da muss ich mal was ausbauen. Lübeck, schweres Kriegsvolk, Prachtturnier ist günstiger. Versammlungsheil macht aber nichts, nur Aufgebot ein bisschen, Kontrollzuwachs und Prestige. Anzahl Ritter plus 1. Reiterschützenschaden stationiert. Anzahl Ritter plus 1, Rittereffektivität. Jawohl, bauen wir's. 8 Jahre! Ja, wegen unlängst geplündert. Volksmeinung minus 30. Kriegslager. Lübeck, wir müssen uns für Krieg rüsten. Und dann überlege ich die ganze Zeit, ob ich jetzt das Königreich gründe oder nicht. Kann man eine Abstimmung machen, wenn ich ums Eck gehe. So, weil Wasser und Kaffee läuft. Trink genügend Wasser, trink genügend Flüssigkeiten. Ich bin gleich wieder da, bis in wenigen Sekunden.
Atscha, einen wunderschönen guten Tag. Aus dem Jahre 1990. Ja, okay. 21 zu 3. Das ist eindeutig. Das ist eindeutig. Was, meine Frau? Wer? Hey, die hat meine Frau gefangen genommen. Die hole ich wieder. Ich hole mir meine Frau. Was soll das? Der hat mir meine Frau weggenommen. Scheiß Plünderer. Ich hatte gerade Spaß gewonnen. Ihr Scheidung. Tschüss. Och nee. Wie viel Pech gab mit Frauen und Kindern in Ziege 3? Fünfmal verheiratet, fünfmal tot im Kindbett. Dreimal mit Kind und zweimal kurz davor gestorben. Nix mehr Bing Bang Bong. Ja. Ich will Bing Bang Bong. Kann ja nicht sein hier. Da will ich. Soll das? Was soll denn das? Harald Struwwelhaar-Check. Der Struwwelhaar hier. Hol mir gleich Strohpfaffelchen. Ich will ihn aber nicht platt machen. Ich will ja keine Ländereien da. Aber wie kriege ich meine Frau auch irgendwie anders da wieder? Kann ich die zurück angreifen und holen? Dadurch? Oder kann ich sie eigentlich nur... Geht das militärisch? Kann man eigentlich militärisch seine Frau zurückholen? Verliert Anspannung, weil ihr lüstern seid. Ja. Wo ist sie denn? Da. Ich greife das jetzt an. Ist mir scheißegal. Los geht's. Wie viel Mann hat er? 2300. Scheiße. Viele. Da muss ich mal ein bisschen hier mich stärken. Mann, ist der stark. Hat aber einen Krieg. Verteidigen gegen Bergschlachen. Ach, sehr gut. Muss ich verteidigen. Da kommt der Strohpfaffelchen und muss Hagelschlag besiegen. Zahl nach. Zahl kein Geld. Mein Geld. Ich muss mich ja beweisen vor meiner Frau. Ich bin rachsüchtig. Einfach bezahlen ist kein rachsüchtiges Verhalten. Huch. Jetzt kriegt sie auch noch meinen Sohn. Der ist auch gefangen. Ja, scheiße. Ja, ich steh mal... Ja, kacke. Wie nennen wir den? Ah, jetzt habe ich drei Kinder mit drei Frauen. Wir haben bisher, er mag Marzipan. Also ich bin Herr mit Marzipan. Dann habe ich den er mag Marzipan, der bald erwachsen ist. Oh, da muss ich gucken, da ist er verheiratet. Dann haben wir den Wilmer Edelmarzipan. Und jetzt müssen wir noch den dritten. Kein... Nee. Leute, wir können ja nicht einen falschen reinnehmen. Habe ich Ritterschlag gemacht, Wassermarsch auch, Wassermarsch. Ich habe Polnisch geredet, Wassermarsch habe ich gemacht. So. Birdi, weil er ein Knastvogel ist. Schwedische Gardinen. Abel Marzipan. Das muss ja was mit Marzipan. Komm, wir müssen jetzt alles mal mit Marzipan haben. Mag kein, finde ich aber auch. Mag kein Marzipan. Ist ja woanders groß geworden. Der muss ein Name sein, nicht ich bin. Das ist ja kein richtiger. Knast aus Marzipan. Kartoffelmarzipan. Das ist witzig. Kartoffelmarzipan könnte der heißen, ja. Ich bin ist doch ein arabischer Name. Ich bin aber nicht Araber. Araber. Und ich bin... Lecker, yam, yam. Lecker hatten wir einmal schon. Knastipan. Knastipan, Marzipan. Oh, das finde ich ein guter Name. Knastipan, Marzipan. Hass auf. Jetzt wird es ja noch schlimmer. Von mag kein... Ich schlag auch was vor. Ich nenne ihn nur mit. Der heißt nur mit Marzipan. Hermann. Aber Hermann. Schoko.
Schoko, Marzipan, Kartoffelmarzipan. So, die vier Vorschläge haben wir jetzt drin. Freie Bahn mit Marzipan. Freie Bahn. Ohne. Leute, wir sind die Marzipan-Dynastie. Wir können nicht ohne. Herr mit meinem. Oh, das ist ein Doppelname. Das ist auch gut. Der heißt jetzt Herr mit meinem. Ja, siehst du, das ist ein schöner Doppelname. Den nehme ich direkt mit rein. Der soll wie sein Sohn heißen und dann meinem. Da stimme ich sogar mit ab. Herr mit meinem Marzipan. Finde ich gut. So. Knastipan ist lustig, aber Herr mit meinem. Sehr schön. Sehr schön. Ist auch eindeutig. Da haben wir was gefunden. Das gefällt mir. Das gefällt mir. So muss das. Herr mit meinem Marzipan. So, wie sieht's denn aus in deinem Krieg? Scheiß Westfold. So viel mehr werden's nicht. Aufgebote haben wir. Jetzt werde ich wieder angegriffen, wenn ich die Leute wegschicke. Sag's euch. Aber Hauptsache, ich krieg die mal befreit. Mal austesten. Der geht dahin? Ich möchte dahin. Direkt dahin. Kann ich nicht kostenlos verschiffen? Überfall über das Meer nicht möglich. Was? Ich kann nicht übers Meer überfallen? Ich hasse es, kein Wikinger zu sein. Was ist das für Scheiße? Krieg! Ist mir jetzt egal. Hat meine Frau! Holen wir uns noch einen Verbündeten. Stamm von Lubetsch. Ach du Scheiße, warum will denn keiner von uns heiraten? Keiner will... Ach, warte mal. Alle. Was haben wir denn hier? Oberhäuptling von Minsk. Gibt's einen, der näher dran ist? Schlesien. Masowien. Ständitzhammer. Böhmen. Moldawien. Ja, nehmen wir doch mal hier. Minsk. Das ist gut. Das ist gut. Den nehmen wir. Ausrufen. Mein Sohn Wilmer Edel und meine Tochter Preclava verloben sich. Sehr gut. Euer Sohn sollte von euch ausgelöst werden. Nein. 150 Prestige bezahle ich. Und das wird auch teuer jetzt bestimmt, ne? 23 ist okay. Ja, sehr gut. Die werden die von Minsk fürchten. Ja, komm an. Komm ran. Ich muss nur gucken mit dem Verschiffungsmalus. Das könnte gefährlich sein. Deswegen hoffe ich ja, dass er eigentlich gar nicht reinkommt, weil er seinen Krieg führt. Meine respektvolle Affäre wurde aus ihrer Gefangenschaft entlassen. Ich glaube, der hat keinen Bock auf Krieg. Um mir als Konkubine zu dienen? Was? Was? Was soll das hier jetzt? Was hier los? Wieso kann der sich einfach meine Frau als Konkubine nehmen? Hier laufen ganz viele Sachen am Stück falsch.
Auch mal gönnen. Der kann mich mal. So ein Arschkopf. Muss Rino tadeln, weil er so laut ist? Nimmt er sich meine Frau? Er wird sterben, wird er. Hammer fällt auch. Sehr gut. Nieder mit ihm. So, der Plünderer hier rein. Da, Pionier. Ich hab solchen Scheiße, wo? Ach, nicht schon wieder. Aber ein paar sind hier, ne? Der ist wohl besser eben. Nein, ist er nicht. Er war eine Affäre. Er hat sie ja nur als Konkubine genommen. Du bist bald tot. Mächtiger Bär von Wolin. Spannend. Ich bin der mächtige Bär. Oh, das war ein guter Fortschritt hier. Mein Safe gibt's gefühlt alle 5 Minuten. Ein bisschen nervt's schon. Ja, das ist, wurde ja gesagt, dass das Balancing davon noch... Oh ja, ich könnte mal was speichern. Ein bisschen, sagen wir mal, leidet. Mark, Prost. Ich sag ja, Bart ab. Aragorn, wärst du bei der Erstellung dabei gewesen, wüsstest du ganz genau, dass das keine Option ist. Oh, er hat bald genug Geld verdient, das ist schön. Oh, wir sollten mal Play drücken. Wäre eine Idee. Ach, die Verbündeten meinen auch mal anzukommen. Hast du nicht 2000 Mann? Kann er überhaupt eine Konkubine haben, wenn er kein Land mehr hat? Ach, da kommt der 2000ste. Gut so. Freut mich auch, Flexen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Einen schönen Restsonntag. Und wir sehen uns immer montags, dienstags, mittwoch, nachmittags. Donnerstag, entweder früh oder nachmittag. Und jeden Sonntag um 8 Uhr. Hm. Heirate die Riesin aus Polen. Ich hab den nicht gefangen. Was, ich mein Sohn nicht... Warte mal, mein Sohn ist hier gefangen. Ne? Mein Sohn ist da gefangen. Jetzt habe ich das angegriffen. Ich finde, dann sollte so eine Gefangenschaft auch enden. Wenn man offiziell schafft, den zu befreien. Das finde ich immer merkwürdig. Häuptling Harald hat ein neues Bündnis geschmiedet. Mit einem sehr starken. Er mag Marzipan, wird erwachsen. Seher soll... Ach du Scheiße, als was habe ich den denn ausgebildet? Seher, Soldat und Pionier. Militär. Rollo verbieten. Wer weiß nicht, was ich gerade gemacht habe mit 1 melden. Dann erkläre ich das länger. Wenn alle wissen, ist gut. Weirdness. Skali nicht. Mein Sohn ist jetzt erwachsen. Und hat 11 Kampfgeschick. Was gar nicht mal so schlecht ist. Und das Problem ist, er könnte jetzt, wenn er als Champion ausgerufen wird, und das war er auch, in der Schlacht fallen.
gerade mitkämpft. Kann natürlich cool sein, oh, sein Sohn kämpft mit oder ihr wollt vielleicht loswerden. Problem ist, wenn es euer Erbe ist, euer Erbe könnt sterben. Dann könnt ihr auf Champions gehen und eurem Sohn verbieten, mitzukämpfen. Dann rückt der Nächste da drunter nach, von der Stärke. Und ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass euer Sohn in der Schlacht fällt. Er hat sich gerade mit einem Ex-Schwiegervater verbündet. Hat er sie als... Das ist meine Affäre. Vielleicht nehmen wir hier noch eine Gefangene. Kann ich hier irgendwas anbieten? Fordern! Geiseln austauschen. Tamasku, danke für den Follow. Ihr haltet die umkämpften Titel. Erbe gefangen. An den bösen Oberhäuptling Hermit. Hermit Marzipan. Hermit meine Marzipan hat... Ja, ist jetzt befreit. Ach stimmt, Kriegsgefangene, die dazuzählen, werden ja befreit. Ja, ist richtig. Ja, also passt es doch. Habe ich meinen Sohn mit befreit. Jetzt ist die Frage, was mache ich mit meiner Frau? Wie kriege ich denn meine Frau jetzt wieder? Durchbrennen. Heiratet. Jetzt werden wir sehen, wen sie will. Jetzt werden wir sehen, wen sie will. Kleiner Hafen, Handelsaußenposten. Ach krass, Thunsberg klingt ja richtig viel Geld. Die sind richtig krass ausgebaut. Der macht ja Geld ohne Ende mit diesen Städtchen da. Untreu, weg mit der. Gezwungen von einem Nordmann. Ich bin lüstern, hab Bock drauf. Ich könnte ihm ja schon meinem Spieler geben. Der ist ja 16. Wäre besser, wenn ich... Der wird ziemlich alt sein, wenn ich herrsche. Und der ist rachsüchtig. Kann das schon üben. Na komm, da kann er Scheiße bauen. Kannst du da oben mal halten, mal sehen, was mit dir passiert. Hast deinen Bruder ja mit rausgeholt. Das kannst du selber entscheiden. Ah, der hat auch Geld. Sehr gut. So, mal sehen, ob sie jetzt durchbrennt. Begann ein Komplott durchbrennen. 66 Geheimhaltung. Einladen. Jawoll! Ich hol mir sie wieder! Ich hol mir sie wieder! Ich kämpfe um die! Die war gut! Ich kämpfe um meine Frau. Währenddessen habe ich immer noch... Ich schlafe ja immer noch mit meiner Vedunia. Also das ist ja nicht so, dass ich jetzt mit niemandem schlafe. Oder? Ey, hatten wir nicht Spaß miteinander? Ach, dann wurde die gefangen genommen. Ach, dann wurde die ja gefangen genommen. Ah. Henrik hat den Kerker verlassen. Wer bist du denn? Höfling. Höfling von euch. Oh, ups.
Das ist mein böser Zwillingsbruder. Der verdient das auch ab und zu mal ein bisschen. Aufmerksamkeit zu kriegen. Lustigerweise habe ich jetzt hier Marzipanien, was ich gar nicht haben wollte. Habe ich's halt. Ist ja auch ganz nett. Rechtmäßiger Herrscher. Ich kann so viele Kriege klären, aber... Euer Sohn und Erbe können ein Bündnis. Nee, der mag mich ja. Habe ich kein Problem mit. Und der wird Geld verdienen ohne Ende. Das ist das Gute. Und Prestige kriegen. Guck mal, den gibt's ja gar nicht mehr. Hä? Von wem ist meine Frau denn jetzt Konkubine? Ja, der hat kein Land mehr. Ich muss da gar nicht mehr durchbrennen. Vernichtet haben wir ihn. Ah! Höchsten Menschen, na endlich. Kommt her! Ha? Das nennt man mal vernünftig gerecht. Das nennt man doch mal Durchbrennkomplott auch beendet. Das finde ich jetzt sehr gut. Das hat nicht mal ein Jahr gedauert. Also wenn ich mir da nicht verdient habe, noch mal ein Kind zu zeugen, ha? Komm, liebes Ding. Wir werden Seelengefährten. Nachdem wir so viel durchgemacht haben, werden wir jetzt Seelengefährten. Bauchgefühl ist gut. Agatha wird meinem Charme bald schon erliegen. Ich sag's euch. Ich rekrutiere meine erfahrensten Soldaten. Wir haben üben 3 Tage am Stück. Wir beginnen unseren Übungskampf und sie soll zugucken. Mein Soldat kämpft tapfer, aber ich entwaffne ihn mit einem letzten makellosen Stoß. Ich knie vor Agatha nieder und tue meinen edelsten Absichten kund. Ich widme diesen Sieg euch, Oberhäuptling Agatha. Euch zu Ehren bringt mein einziger Wunsch. Königin Agatha! Königin Agatha, einen Moment, das müssen wir ganz kurz noch. Da! Vasallenaufgebot, Beitrag plus 20%. Ja, bitte. Ja, Königreich gründen. 50 Legitimität. Bam! Der pommersche Hof? Nein, müssen wir noch ändern. Als König habt ihr Aufgaben und Pflichten. Man wird von euch erwarten, regelmäßig Hof zu halten, Streitigkeiten im Reich zu klären, eure Höflinge an täglichen Auflauf teilhaben zu lassen. Jetzt habe ich das gar nicht so mächtig angekündigt. So mit Mahu und allen drum und dran. Alles so schnell. Ja, ich bin König. Ja, ich bin mit meiner Frau beschäftigt. Ich mache das jetzt schnell nebenbei, so einen Königstitel, und dann gehe ich wieder zurück zu meiner Frau. Sieht mich unverwandt mit einer fast belehrenden Art und Weise an. Vielleicht Überraschung sein Blick. Entrollt ein wundersames Banner mit einem Emblem vom Haus Marzipan. Eines der Wege, auf denen die Welt nun über eure Herrschaft urteilen wird, ist die Art und Weise, wie ihr euren Hof schmückt und versorgt. Ich war so frei, habe dieses Geschenk anfertigen lassen. Andere Sachen kümmern sich um meine Aufmerksamkeit. Ich muss Pommern nämlich umsetzen. Das ist nämlich Marzipanien. Marzipanisch. Kartenfarbe Giftgrün. Angepasstes Wappen, bitte. Das war grün. Aufbau passt. Abzeichen. Menschenwerk. Da. Mit schwarzen Segelchen. Und noch größer, bitte. So. So gefällt's mir. So gefällt's mir schon wieder deutlich besser. Ein Gemetzel. Das ist doch schön. König, aber jetzt kann ich kein Königreich mehr überfallen, oder? Übernehmt alle Titel. Ihr könnt nur einmal... Oh, kann ich doch. 1000 Prestige. Okay, das ist das Schwierige. Aber ich kann jetzt eine Domäne mehr halten. Das ist schon mal schön.
Ich gehe mal in meinen Königshof. Da schmücken wir mal das Ganze. Und hängen hinten das Marzipan-Dynastie-Banner. An die Seite kommt das Hausbanner von Marzipan. Endlich hat er sich seinen Bart verdient. Siehst du, Aragorn? Jetzt hammert. Jetzt hammert. Könnte den Herzogtum der Nordmark schaffen? Ach krass, Anna, muss ich das abgeben? Will ich nicht. Obwohl, boah, ich bin nicht mehr... Ich muss... Wieso habe ich Legitimität verloren? Wegen dem Königstitel. Ich war kurz vor Legitimitätsstufe 4 und ich habe meine Legitimität auf den Königstitel halt noch nicht. Ich habe halt die Legitimität auf den Königstitel noch nicht. Okay, verstanden. Nuklear. 72 Mann nur. Rupin, du bist schon ganz schön mächtig. Hast auch 24 in Verwaltung. Uno momento. Aha. Jetzt habe ich nämlich ein Herzogtum zu viel. Ja, das Herzogtum gebe ich jetzt an. Ah, andersrum. Ist leichter. Daniel. Titel vergeben. Oberhäuptlingstum von Lutitia. Bam. Mächtiger Vasall. Ratsverwalter. Zuweisen. Bam. Plus 100. Plus 100, plus 55. Ach, mit meinem Ratsspitzen schlafe ich, ne? Ach stimmt, ich schlafe ja gar nicht mit ihr. Ich schlafe mit ihr. Gut, dass ich immer weiß, mit wem ich so alles schlafe. Und damit 4000 Mann Stärke. Ich wechsle mal Gerät und Account. Ach, MJK, der Frank und MJ. Ah. Da hast du zwei Subs laufen? Egal, alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Genau. Dankeschön. Ich kann ein Herzogtum von Weg. Ich kann Viking schaffen? Das ist auch mal interessant. Ich könnte Herzogtum von Viking und dann könnte ich meinen Sohn zum Herzog von Viking? Ja, bitte. Und dann kommt das Herzogtum hier. Oh. Na, das gefällt mir doch jetzt gut, dass ich noch Herzogtum von Viking bin. Er mag Marzipan. Oberhäuptling von Viking. Habe ich ja zwar viel Geld verloren, dafür viel Prestige erhalten und meine Legitimität. Ich bin wieder rechtmäßiger Herrscher. Das heißt auch, dass ich das natürlich dann übertrage. Wenige Champions, 10 von 13. Und können wir vielleicht nochmal wieder Champions einladen? Geht nicht, geht erst 887 wieder. Okay. Habe ich schon ein paar am Hof, die ich verheiraten kann? Habe ich so ein paar nette Damen, die vielleicht der Mann schon mal weggestorben ist, aus Versehen? Ah ja. Matrilinear. Kampfgeschick. Ah, besser jung, ne? 21, ja, das ist besser. 18 Kampfgeschick. Komm ran. Nicht 52 sterben dem Jahr. Hast du noch was im Kerker? Oh ja. Oh nein. Ah, halten wir mal ein bisschen was im Kerker. Ich meinte auch mal 9 im Kerker gehabt zu haben, aber anscheinend sind die entweder entkommen oder ich habe mir Geld rausgeholt damit. Aber ich brauche auch das Geld, um mein... Hey, guck mal, es sieht aus wie ein Schiff. Da sind Segel und hier ist das Schiff. Ich baue mir einfach mein Dynastiebanner in dieser Welt auf der Karte. Auch schön. Linde, dir auch noch einen wunderschönen Sonntag. Noch Dänemark und es passt mit dem Schiff, ne? Fehlt noch Dänemark als Mast. Die sind so stark. Geisel ungültig.
Schade. Aber ja klar. So. Was ist jetzt schon wieder am Königshof passiert? Hi. Geheimnisse und Lügen. Tage vergehen, ohne dass mir auch nur ein Sinn kommt. Doch jedes Mal, wenn ich am Hof den Blick von Vjabora erwidere, kann ich anders als denken, als an ihre Verbrechen. Welche Verbrechen? Okay, ja, ich kann dann nicht an nichts anderes denken. Mir geht es nicht mehr aus dem Sinn. Ich frage mich, wie viele am Hof davon wissen. Womöglich gar niemand, vielleicht alle. Die Wahrheit wird irgendwann ans Licht kommen und es wird meinen Ruf nicht sehr gut tun, solche Skandale unter meinen Höflingen zu haben. Man muss sich um sie kümmern oder ich habe mich am Ende nicht mit dem Urteil des Hofes, sondern mit der höheren Mächte herumzuplagen. Genug, die Welt muss es wissen. Sie ist eine Hexe. Nur ein Narr würde dies als Druckmittel einsetzen. Nur ein Narr würde dieses Wissen nicht als Druckmittel einsetzen. Sie gehört in den Kerker. Ah, sie gehört in den Kerker. Es wird Zeit, dass sie geht. Nein. Ab in den Kerker mit ihr! So ist besser. Hinrichten. Köpft sie! Köpft sie! Wer ist dafür? Eins. Wer ist dagegen? Zwei. So als Rachsüchtig, der Angst um seinen Königshof hat. Finde ich. Passt es, oder? Okay, der Chat ist ziemlich eindeutig. Bluebean, hi. Zockerweibchen, du hast auch schon davor geschrieben. Ich hab dich noch nicht begrüßt. Hi. Ab mit dem Kopf! Nusifirion, ich bin dagegen. Quoten, nein. Ghouls auch. Ja, da rein da. Köpfen! So. Ich such dir meine bessere. Komm, die polnische hier, die feige, ehrliche Haut. Hast du mindestens eine. Viel Spaß. Bären setzt Wollin in Angst und Schrecken. Es wäre eine gute Gelegenheit für eine Jagd in Wollin. Aber ich habe kaum Geld. Ach scheiße, Hexe. Behalten. Du bist kein Katholik. Hexerei verboten. In meiner Religion. Also. Na? Hexerei ist verboten. Nicht nur die Katholiken mochten das anscheinend nicht. Hier, in diesem Spiel. Die Frage ist natürlich, Ostfrankenreich verbündet mit Prinz Karl der Verrückte. Warum heißt denn du der Verrückte? In der Nähe dieses Charakters laufen alle wie auf Eierschalen. Vielleicht zu Recht, vielleicht auch nicht. Doch darum sollte ich mit Wagnis eingehen, einen Verrückten zu beleidigen. Oh, so, Bayern. Daimian, einen wunderschönen guten Tag. Was haben wir denn hier? Kuren. Samogitia, Pruzen, Masowien. Angreifend gegen Jamtaland. Der macht schon echt krasse Sachen. Was greifst du denn an? Häuptlingstum von Helgum, okay. Boah, ich habe Angst, dass er gleich irgendwann gegen mich geht. Gefällt mir kein bisschen. Die sind halt alle miteinander verbündet. Ne? Da schläft ja jeder mit jedem. Hast du was gerade gegen Bayern gesagt? Das ist Bayern hier, ja klar, wenn da ein Verrückter ist. Ist immer noch recht mächtig, ne? Angreifend gegen Jarl? Was greifst du denn jetzt an? Achso, du hilfst nur. Ich wollte mir schon sagen. Schon gewundert. Wollte gerade sagen. Haben wir schon gewundert, dass du, Schutz gegen Fraktion. Was? Habe ich Fraktion? Mit Unabhängigkeit vom Lehnsherrn. Wer denn? Ach, die Bauern. Ach, die Bauern da im Norden. Kann sich mein Sohn drum kümmern. Stell's mit meiner Heimatstadt Lübeck an.
mache ich so ein ganzes Königreich und verbreite euer Marzipan in der ganzen Welt. Freust du dich nicht darüber, Gietze, dass ich euren Marzipan verbreite? Finde ich eigentlich sehr nett. Finde ich recht freundlich von mir. Ihr habt 120 Gold erhalten, der ausgezeichnete Verwaltungswert. Gefällt mir. Dann könnte ich langsam mal eine tapfere Verteidigung erschaffen. Das kostet mich fast alles, was ich habe. Oh, Weltlegenden. Das höchste Frommel des Sultans. Großtat für Karling. Eure Legenden. Ich will schon gern anfangen, eine Legende zu schreiben. Freies Marzipan für alle! Vergiss es, ich mach Geld damit ohne Ende. Hast du gehört? Hat der Verwalter erstmal weiter Marzipan verbreitet? 120 Gold. Das ist akzeptabel, bitte. Weitermachen, Marzipan für die ganze Welt. Geht doch, Dankeschön. Ich meine, Polania, hätte ich da nicht Anrechte? Ihn un... Ich könnte ihn unterwerfen? 7.500? Mit wem bin ich denn verbündet? Ach ja, Minsk. Eine seltene Blume. Ja komm, kauf hier die Blume. Ich könnte ihn unterwerfen. Oder sie. Den Dänen auch. Das würde schön mein Schiff sein. Und ich würde meine Ländereien miteinander verbinden. 5.700 Mann. Boah. Oh Mann, der hat so viele Kinder. Oh, der hat noch viel zu viele Kinder. Er hat viel zu viele Kinder, der Däne. Ja, es würde zu Hansa halt gut passen, das ist richtig. Ich meine, ich kann auch sein Königreich angreifen dann später. Aber sonst habe ich das Problem, dass ich den immer noch... Dann habe ich das Ding nicht durch. Aber der wird ja niemals auf mich hören. Der wird ja niemals auf mich hören mit seinem asatruisch-nordischen Glauben. Den sollte ich mir nicht reinholen als Unterworfenen. Sie noch kinderlos? Dann umbringen lassen? Sie mag mich eigentlich auch. 2000 Mann, verbündet mit Tschernit... Oh, warte mal, was ist das denn? Der ist gar nicht mal so unstark. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Die sind gar nicht mal so klein, muss ich sagen. Wie geht's denn Ü? Ah, Ü geht's gut. Wo ist denn die Kerze, die hier so klingt? Verdammt laut dafür, dass nur so eine Kerze hier ist. Ach so. Mir geht da ein Licht auf. Das ist jetzt eine große Entscheidung. Du nicht neben Kerze. Doch. Mächtige Kerze. Wichtige Kerze. Wichtige, mächtige, große Kerze. Wohin gehen? Dänemark? Ja, schwer. Ich habe ja noch einen Sohn. Aber wenn ich das ausgebe, habe ich so ziemlich nichts mehr. Oberhäuptlingstum von Minsk haben wir. Oberhäuptlingstum von Schlesien. Angreifend gegen Großmeer. Das ist nicht schön. Oberhäuptling. Ja, 1-3. Ey, der hätte ein. Komm, ein Aufgebot noch. Dann hast du da 1-3-3-7. Asowien. Ich will ja auch Geld für die Legende. Ich bräuchte, wenn ich dann einen Krieg führe, auch Geld für.
Ist ja natürlich auch schön hier, ne? Den uns zu unterwerfen. Bäm. Das wäre ein großes Segel. Sie hat nur 2000. Aber es passt nicht zur Geschichte. Es passt nicht zur Geschichte. Mir gefällt, also ich bin überrascht, aber es passt so gar nicht zur Geschichte. Ich habe damit nichts zu tun. Ich sehe nur die Option. Er ist selber angreifend, ist gerade sowieso in einem Krieg involviert. Ich könnte ihn unterwerfen, aber ich habe auch keinen Bock in Schweden. Ich habe halt keinen Bock. Du hast an Größe mehr Asatrua als Untertanen. Dann hast du die ganze Zeit nur Fraktionen und dann geht das Ganze ganz schnell kaputt. Also das würde mir aber alles, weil du hast ganze Volk, was gegen dich ist. Du hast alle deine Vasallen gegen dich. Dann hast du eine Fraktion, die stärker ist als du. Das geht 3 Sekunden gut und dann ist Ende. Das wäre kurz lustig und dann ist Ende. Noch schlimmer, Kaki. Noch schlimmer. Dann habe ich quasi nur Nordmänner, die einen anderen Glauben haben und alle, also da hassen mich alle meine Vasallen. Dann hast du eine Fraktion und dann ist das innerhalb von 4, 5 Jahren, falls das irgendwie erfolgreich ist, hast du so viele Fraktionen, dann bricht alles auseinander. Dann greifen alle an, dann hast du die ganzen Plünderer, dann werde ich von oben, links, rechts, unten, überall geplündert. Kurzfristiges Jihihi und dann geht das alles den Bach runter. Oh, größenwahnsinnig sind wir zum Glück nicht. Gierig, ja, aber nicht größenwahnsinnig. Würde er wahnsinnig sein oder so, dann würde ich das fragen, es passt zum Charakter. Bist du nicht Nordmann? Naja, in dem Sinne ist die Frage, wie definierst du Nordmann? Ich komme aus dem... Hier, ich bin kein Asatru. Ich gehöre eher slowjakanisch. Also ich bin im Norden, aber Lübeck, aber gehöre eher zu dem. Kulturtechnisch. Bin auch, glaube ich, das Kulturoberhaupt der Polaben. Nein! Sie ist das Kulturoberhaupt der Polaben. Alles klar, wir wissen, was wir tun. Sie wird als das Kulturoberhaupt gesehen. Das will ich natürlich mich rächen. Da kommt meine Rachsucht durch, wir nehmen Polania. Polaben. Unterwerfen! 750 Prestige, ne? Weil sie mag mich ja eigentlich auch. Und sie haben alle die slowjakanische Pravda als Religion, sind auch noch polabisch, wie ich. Das heißt, ich habe kein Kulturproblem, kein Religionsproblem. Das ist eigentlich technisch gesehen das Beste. Jetzt nochmal kurz gucken, mit wem sie verbündet ist. Ja, der Minsker ist schneller da. Kostet mich 150 Prestige. Das läuft. Haben wir Stettin noch? Ja, bestimmt, ne? Als Verbündeten. Verlobt, wie alt bist du denn? 15. Dein Vater, 1112 Mann. Ja, super. Wer ist denn dein Lehnsherr? Oh. Oh. Eine Vierjährige halt. Kann auch eine Vierjährige als Lehnsherrn haben. Ja, und dann unterwerfen wir das. Wir wollen ja die Kultur anführen. Und guck mal, wie groß Marzipanien dann wird. Wahnsinn. Angriff! Königin Maria unterwerfen! Deine Mutter wollte schon gegen mich gehen, hat mich mehrfach, habe ich sie entführt. Du müsstest es einsehen, sie hat verloren gegen mich. Kämpfe unter mir und du wirst ein Riesenreich behalten. Als Teil meines Reiches. Oh, schon besser. Für den epische Musik hier machen. Deine Mutter. Sie kämpfte an der Seite ihrer Männer. Aber nichts konnte Marzipan aufhalten. Wir haben mit Marzipan geworfen. Und Marzipan hat euch vernichtet. Unterwerft euch die Macht des Marzipans. Und verbreitet es in der Welt. So gehört sich das. Und so wird es sich immer gehören. Her mit Marzipan!
Erg-Marzipan und irgendwas mit Edelmarzipan. Meine ganze Familie, Marzipan. Ja, schöne Musik dabei, ne? Planloser, ja, herzlich willkommen. Genauso planlos wie ich, aber es klappt irgendwie immer. Ich weiß auch nicht, was da passiert. Oh, Angriff! 750 Prestige. Ja, ist aber auch ein ordentlicher Krieg hier gleich. Lumba, 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 Lumba. Jetzt erstmal Verbündete rufen. Bum, 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 bum. Der Verbündete. Minsk! Komm ran! Stenditz! Komm ran! Ach, guck mal, Graf Pavel. 450. Hören wir alle zusammen. Natürlich werde ich mich euch diesen Krieg anschließen. Unsere Gegner werden lernen, die Männer von Stenditz zu fürchten. Gut so. Minsk auch. Supi. Wir kommen mit. Direkt Söldner geholt. Hat sich direkt Söldner. Ah, Dionorf sagt sich ja. Du holst direkt mal. Ich nehme mal Marzipan. Hätte man auch den Marzipan-Likör, kann man den auch einfach machen in den Kaffee rein. So als Schuss. Oh, geht auch. Das geht auch. Was machst du denn mit deinen 763, Mann? Ach, die anderen sind ja im Osten im Krieg, wa? Stimmt. Da war ja was. Hui. Dann greifen wir mal an. So, dann die Plünderer und hier den Pionier. Sehr schön. Verliert sich schön erstmal die Söldner, gibt Geld aus. Auch nicht schlecht. Destrus, danke für den Follow. Herzlich willkommen. Verbündeter des Feindes tritt ein. Aber die sind ja alle im Osten. Das ist ja schön und die führen gerade selber Krieg. Wenn ich mich gerade recht entsinne. Hahaha, guck mal, da kommen die zurückgelaufen. Ja, ich glaube, wir könnten zurück. Mhm. Dauert noch ein bisschen, wa? Kommen wir rechtzeitig an? Ah, ich glaube, hier auf dem Schlachtfeld könnten wir kämpfen. Ja. Dahin kommt ihr uns nicht. Zwar minus 15, aber wir sollten so weit überlegen sein, dass wir das hier als Gemetzel beenden. Ja. 158 Ruhm. Sehr schön. Gehen wir hier mal belagern. Rein da. Belagerer stationieren. Und dahin. Einmal Karamell-Marzipan, bitte. Wo sind denn die Einheiten von denen? Guck mal, wie weit die noch weg sind. Die sind so weit weg. Die haben keine Chancen. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Das Einzige, was ich aufpassen muss, dass die Räuber... Ach, die... Dass wir keine Räuber wieder reinkriegen, die uns unsere Frauen klauen oder so. Ein paar Kinder wäre auch schön. Mache ich noch Liebesdinge mit meiner Frau? Mache ich. Eindeutig, zweideutig, aber eindeutig. Da ist auch ein Pionier drin, sehr gut. Mein Sohn ist doch auch Pionier. Ach, da noch ein Pionier, bitteschön. Und danach können wir die Hauptstadt angreifen. Wie sieht's denn aus? Die traut sich nicht zu kommen. Königreich von Polaben führt hier Krieg. Soll der ruhig meinen Freund aus Minsk angreifen? Kein Problem. Kein Problem, das sollte easy peasy werden. Ah, ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Hier ist die erste Belagerung bald zu Ende. Dauert aber ganz schön lange. Weiteren Verbünden nicht. Wir haben nicht mehr so viel Prestige. Wettstreit! Ach du Scheiße. In letzter Zeit wurden meine Besuche bei Agatha allesamt ruiniert. Mein Vasallhäuptling Lucian. War das nicht das Arschloch, was die ganze Zeit wollte, dass ich hier meine... Der wollte sich einen Titel, glaube ich, erschnorren. Der wollte mein Priester werden. Folgt Agatha auf Schritt und Tritt wie ein verirrter Welpe. Seine Versuche, die Fürstin zu betören, sind lächerlich. Ja, ein Duell wird beweisen, wer der Bessere ist.
Offenbar habe ich euch unterschätzt. Meine Niederlage war so schmerzhaft. Was? Er wird mein Rivale. Ja, scheiße. Mit 4 Kampfgeschick gewinnt er ein Duell gegen mich. Nord. Da müssen wir noch ein bisschen üben. Da muss ich noch ein bisschen was machen. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ab zur Hauptstadt. Was jault denn da an dem Wolf rum? Das Schöne ist, ich sehe ja, was er macht. Langhäuser in Wolling gebaut. Kontrolle wird dadurch, glaube ich, erhöht. Ist beim Unterwerfungskrieg nicht so, dass alles, was ich... Nee, das ist beim Königreich einnehmen. Alles, was ich zusätzlich einnehme, glaube ich. Ab nach Dessau! Kannst nicht mal was hier einnehmen? Geh doch mal in eine andere Stadt. Nimm die ein. Hab doch sonst nichts zu tun. Er mag von Viking. Ja komm, habt ihr euch verdient. Lydia of Dessau. Oh ja, komm. Bisschen Geld verdienen nebenbei. Das ist, der Minsker freut sich. Also das ist ja für mich kriegstechnisch, ist das das Blödeste, was der tun könnte. Es ändert im Krieg nichts. Ich verdiene ein bisschen und ihr ganzes Reich zerfällt. Hey, wir erobern hier, aber unsere Heimat fällt in Schutt und Asche. Ja, tut sie sowieso. Können wir ein bisschen was mitnehmen. Hat sich, glaube ich, mit ihrer Unterwerfung schon angefreundet. Abgefunden. Gleich ist da die Hauptstadt Mainz. Bim, bim, bim. Irgendwie habe ich mehr Gegenwehr. Ich habe doch die Könige gefangen genommen. Ja, da warten wir noch kurz und erobern noch eine weitere Sache. Easy money. Müssen wir nur noch eine Belagerung weiterlaufen lassen, dann ist er auch durch. Ey, du müsstest nur nach rechts gehen, dann eroberst du. Schuppi. Wilmer Edelmarzipan hat durch reine Beobachtung die nordische Sprache gelernt. Super. Gold, das war wieder mal Geld ohne Ende. Rüber ab, nein, dann gehört mir, dann kann ich es ja nicht mehr unterwerfen. Aber ja, blöd, aber er kriegt zu Ende. Kriegsgrund wäre weg. Zusätzliche Steuern. Mein Marzipan. Guck mal, ich gehe in neue Länder rein, die wissen schon, dass es mir gehört und kaufen alle mein Marzipan. Und schon habe ich wieder 120. Das ist die Marzipansteuer. Marzipansteuer, mit der verdient man echt gut Geld. Muss ich jetzt mal sagen. Warum soll ich hier die Rübe abschlagen? Sie ist gleich mein Vasall. 50 Legitimität. Sehr schön. Heidewitzka! An meinen Lehnsherrn. Möge euch Weisheit stets fremd bleiben. Wenn man viel größere Feinde als gedacht hätte. Um diesen Blutvergießen entsetzen, werde ich euren Forderungen nachgeben. Supi! Ach du Scheiße. Ich bin 18 Jahre... Ich herrsche 18 Jahre. 18 Jahre herrsche ich. Na, so schlimm kann es doch auch nicht sein. 20 Bildung.
Läuft. Geoffrey. Ah, wie schön. Tschüss. Da oben auch, das sieht leicht gezeichnet aus. Aus Rache dafür, dass sie wagt, das Kulturoberhaupt zu sein. Jetzt müsste ich doch das Kultur werden, oder nicht? Aha! Neues Kulturoberhaupt. Jetzt hat die Kultur endlich wieder verstanden, wer es gehört, ganz oben zu sein. Kann ich mir mal Dingsbums holen? Oh, Naga, bitte. Nervt mich nämlich. Wird wichtig, wenn wir hier die ganze Zeit... Das ist aber ein großer Stiefel. Und die gehen wandern, die Flandern. Was ist mit Italien passiert? Ja. Was war denn davor? Bayern. Bayern und Lothringen. Was ist denn das? Bayern und Lothringen sind jetzt Italien. Ja, die Kalingdynastie. Oh, guck mal, die Kaling-Dynastie. Kaling-Italiener? Was ist denn hier falsch gelaufen? Lübeck war da, oder? Was meinst du, Kahn Silber? Lübeck war da. Nee, da ist noch Bayern. Wo? Ah, da! Stimmt. Bayern ist ja noch da. Hast recht. Von Italien. Kaiser. Kaiserreich von Italien. Was ist denn da falsch gelaufen? Ich könnte mal meine Legende schreiben. Eine tapfere Verteidigung. Trotz aller Widrigkeiten konnte König Hermit von Marzipan die Horden von Jarl Bexit von Irland zurückschlagen. Das stimmt. Das stimmt. Großtat für Karling. Was haben wir hier? Irgendwas, irgendwas? Erschaffung, ich will eine Legende. Ich will endlich eine Legende. Ja. Über mich. Belohnung nach Abschluss. Legitimitätsstufe auf wahrhaftig, das wäre doch schön. Legendenchronik. Eine tapfere Verteidigung. Die Legende von König Hermit von Marzipanien ist so groß und weit wie die Welt. Denn seine Taten sind unvergleichlich. Nachdem er von vagen Gerüchten gehört hatte, die das Land heimsuchten, fasste sich Hermit ein Herz, um das schwierige Unterfangen zu vollenden. Die fleischgewordene Legende zu sehen. Doch damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Denn als Hermit sich auf den Heimweg machte, half Ära Klinge. Die Heimreise war nicht einfach, doch König Hermit erreicht die Stadt unter triumphalen Gesängen. Und nun lasst uns alle jubeln und frohlocken, denn seine Legende muss gefeiert werden. Was? Ja, es ist schon... Baum? Iki, Iki, Iki? Bubu. Legende! Ja, also, es ist schon eine mächtige Legende, die ich da schreibe. Einen Hofchronisten könnte ich gebrauchen. Chronist der Winde. Hofämter, hieß ich nur. Hofchronist. Eignung gut, der Poet. Ja, super. Schreibe mal bitte. 0,5 Prestige im Monat. Ja, war schön. Chronist der unkontrollierten Flatulenzen. Ausrufezeichen Fahrt. Habe ich nicht denn jetzt eigentlich schon erhaben? Noch nicht. Ach, schade. Dankeschön. Wie sieht eigentlich das derzeitige Erbe aus? Ich glaube, das wird ziemlich zerfallen, das Land jetzt. Ah, Königreich ist weg. Und zwei Herzogtümer. Ich sollte Kaiser werden. Was brauche ich für einen Kaisertitel? Baltisches Kaiserreich. Nee.
Entscheidungen. Ruhmstufe ist erhaben. Reichsgröße beträgt 120 oder mehr. Mindestens eine. Drei oder mehr Königreiche. Ich brauche nur drei Königreiche. 2000 Prestige, 1200 Gold, 600 Frömmigkeit. Könnte ich ein eigenes Kaiserreich gründen. Ach, Entehrtaktik ist immer langweilig am Anfang. Lieber Kaiserreich gründen. Lieber versuchen aus anderen Möglichkeiten als enterben. Kann ich, glaube ich, auch gar nicht so viel. Noch kann ich sie ja sterben lassen. Sie verliert 200 Legitimität. Enterbentaktik wurde endlich unglaublich geschwächt. Die haben die Enterbentaktik mit Verlust von 200 Legitimität. Das ist hart. Enterbst du zwei, hast du keine Legitimität mehr auf deinen Titel. Großen Respekt, eine ganz krasse Snowball-Taktik entgegenzugehen. Legitimität hat das Enterben einen unglaublichen Strich durch die Rechnung gemacht. Das finde ich gut. Das finde ich richtig, richtig gut. Klasse, klasse. Zwar muss man gucken, wie man es jetzt löst. Endlich, ja. Weil das Enterben war zu mächtig. Es war zu leicht. Du musstest nie auf Dingsbums spielen. Nicht Stammesautorität, dann, wie heißt denn die Wahl? Nachfolgerecht Haus Senex. Oder eine Primogenitur. Brauchtest du nicht. Nee, das Haus Senex nicht, das ist falsch, das hier. Die Primogenitur hattest du nie gebraucht. Coole Sache. Mönche habe ich nicht. Ich glaube nicht, dass das bei mir hier dürfen, die in der Kirche dürfen heiraten. Und glaube ich Titel haben. Ich mache es immer so, wenn ich im katholischen Land unterwegs bin. Einkerken, dann verhandeln für Freilassung. Ab ins Kloster, keine Enterbung. Als Katholik kannst du dir da reinstecken. Das ist ja aber, finde ich, auch ein gängiger Weg gewesen. Das war damals ein gängiger Weg, die in die Kirche zu schicken. Das ist ja auch irgendwie besser als enterben zu sagen, ja, der will Gott nahe sein. Ich glaube, das wurde ganz viel damals gemacht. Das war halt die Taktik, zu enterben, ohne zu enterben. Salomea? 15 Meinung meiner Spitze. Meine Spitze, Begnadigung. Meine Affäre? Nee, das ist auffällig. Dann würde es auffallen, dass ich das eine Affäre habe. Ah, oh, wo kein Geld in Wolin, ne? Wie sieht mein Angriffskrieg Malus eigentlich aus? Minus 12, das dauert noch ein bisschen. Im Dienste einer Fürstin. Oh, da spielt eine Gitarre. Oder die Laute. Und war sehr galant und sie war wunderschön. Und er war ein Held und sie war wunderschön. Es dauert nicht lange, um herauszufinden, woher die Musik kommt. Schon bald erblickte ich Svanhildr an einer Steinbank, gelehnt ihre laute Stimme. Ach Herr, sagt sie mit leuchtenden Augen, ist es wahr, dass der Grund für eure Legende darin lag, Salomea zu beeindrucken? Sie ist wirklich wunderschön. Ändert ein Kapitel von tapfere Verteidigung, König Agatha wird Seelengefährte. Nee. Ich kannte sie noch nicht mal. Nee, ich kannte sie nicht. Das stimmt nicht. Nee. Nee. Das wäre ja Blödsinn. Das wäre ja Blödsinn. Weil ich kannte sie zu dem Zeitpunkt noch nicht, als ich verteidigt habe. Das war ganz am Anfang meines Lebens. Ich kannte euch alle noch nicht. Deine Stimme wie eine rostige Gießkanne, aber der Körper verzeiht vieles. Oh, der Ratskanzler ist krank. Ach, der wird wieder. Und so gut ist er ja auch wieder nicht. Bam, badam,
Bam, badam, bam, badam. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Ach, noch einmal Lösegeld? Ja, wunderbar. Für ein Druckmittel. Ja, 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 ja. Gegen Maria sollte ich ein Druckmittel haben. Das ist gut. Kurze Herrschaft, Angriffskrieg, möchte einen Sitz im Rat. Hat Krieg erklärt, sadistisch unersättlich. Bitten, Legende zu fördern. Oh, kann ich andere dazu bitten, meine Legende zu fördern? Oh, die hassen, der hasst mich ja auch. Ach ja, stimmt. Du bist das ja. Den muss ich umbringen. Sehr unwahrscheinlich, dass das klappt. Nein! Ach Gott. Hasst mich, liebt mich. Wieso kann der nicht, kann sie das nicht fördern? Sie kann, ihn kann ich nicht bitten, das zu fördern. Ihn hier? Hasst mich, wenigstens einer, der dich noch liebt. Ja, hier lieben mich viele. Daniel, hey, Branislav liebt mich. Könnte annehmen. Kosten sind höher als Einnahmen. Nein! Ich hätte ihn fordern sollen, der hat mehr Geld. Der hat mehr Geld. Ah, schade, man kann das nur einmal. Ah, findet man so auch raus. Die lieben mich schon, wenn ich ihn umbringe. Eine trainerliche Bitte. Ah, das Licht scheint heute Morgen so angenehm im Thronsaal her, sagt mein Champion Chesney und geht im Raum umher. Das ist nämlich an den Tag, an dem das Schicksal beschlossen, eure Legende zu formen. Erinnert ihr euch noch daran, wie wohlwollend ihr dabei wart, die verzweifelten Bitten dieser Bauern zu hören? Fragt er mit vielsagenden Augenzwinkern. Würde ich jemals einem Bauern zuhören? Was würde das bringen? Na hier! Ich höre doch keinem Bauern zu, ihr Idioten. Nee, 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 nee. Die lieben mich alle, also könnte ich meinen Rivalen schon umbringen. Ich habe nämlich keinen Bock auf einen Rivalen. Hab keinen Bock auf einen Rivalen, muss ich mal zugeben. Beziehung, Rivale. Der wird es ja auch probieren. Mord. Voraussichtliche Agenten 0. Warum? Ach, das kriegen wir hin. Wieso lehnen die denn alle ab? Hassen mich hier alle. Es wird schwer. Ein Vasall-Oberhaupt hat begonnen, die Legende zu fördern. Ach, guck mal. Legendenförderer schließt sich an. Der Daniel macht das so. Der Daniel weiß, was gut für ihn ist. Ein Daniel ist schön und weiß, was gut für ihn ist. Guck ihn mal an. So, dann machen wir eine Vorhersage. Meine Frau ist schwanger. Guck mal, direkt baue ich eine Legende. Seelengefährten, da haben wir mal ein bisschen Spaß miteinander. Hilf deinem Spitzel beim Mord? Komplotte unterstützen, stimmt. Das ist besser. Wird überfallen, wo? Du, das beenden wir aber innerhalb von wenigen Sekunden. Das war ganz blöd jetzt gerade gewesen von dem. Ups. Das war jetzt ja wirklich mal nicht die klügste Sache von ihm.
Das gibt mindestens schön Prestige. Für wen die Stunde schlägt. Eines Abends ziehe ich mich in meine Gemächer zurück, erschöpft und müde von einem weiteren Tag voller Langeweile und Eintönigkeit. Als ich kurz vorm Einschlafen bin, weckt mich plötzlich das schrille Geräusch von Metall, das über Stein schabt. Ich schrecke hoch und sehe eine schattenhafte Gestalt am Rand meines Bettes stattstehen und ihr zahniges Grinsen ist der einzige Teil, den ich deutlich erkennen kann. Ich kann mich nicht bewegen, sondern nur starren, als die Erscheinung mit einem Dolch in der Hand auf mich zukommt. Dann erwache ich je ein weiteres Mal. Die Mächte des Todes, Zerrenbo, haben mich im Besuch mit ihrem Mahl versehen. Ich fürchte, die Mächte des Todes werden mich schon bald holen. Ein Schicksal, das ich ändern muss. Ich muss Unsterblichkeit erlangen. Suche nach Unsterblichkeit. Legendenverbreitungswahrscheinlichkeit plus 15%. Für die Unsterblichkeit. Und noch viel weiter. Minus 25. Komplott aufgeflogen. Verflucht. Kunigunda. Ehebruch. Eieiei. Dafür, dass er in meinen Länder reinkämpft, finde ich die immer ganz krass. 34 Gold. Und die Schlacht 140 Prestige. Ja, mindestens das. Bald vergeben. Das ist mir egal. Druckmittelgeld. Ja, bitte. Kann ich denn plündern? Ich muss eine Plünderarmee, müsste ich ausrufen. Kannst jetzt gehen. Diese Armee kann jetzt... Plünderarmee. 17 Beute. Was haben wir hier für ein Reich? Oh ja, ist schwach genug. Super. Super. Nötige Ausschmückung. Wenn ich euch einen Augenblick stören dürfte, Herr beginnt Svanhildre, für meinen Geschmack etwas zu aufdringlich. Es wäre ein großer Segen für uns, Svanhilde. Ist das nicht meine alte Frau? Was macht denn meine alte Frau noch da? Ich sage, warum ist meine geschiedene Frau noch bei mir am Hof? Warum schreibt sie für mich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich bin schon gewundert, Svanhildre die ganze Zeit da ist. Wir müssen ein paar Legenden wechseln. Je großartiger, desto besser. In meinem Kopf sprießen ein paar verschwörerische Gedanken. Es würde nicht schaden, die bestehende Geschichte etwas ausführlicher zu erzählen. Doch die Teilerzählung vollständig durch einen anderen zu setzen, hätte seine eigenen Vorteile. Vielleicht sollte man die Geschichte natürlich wachsen lassen. Toleranz und treuherzig. Sollte ich ihr einen neuen Mann besorgen? Die mag mich ja sogar noch. Was soll das? Was ist meine Bestimmung? Wer ist das denn? Um mich herum ist alles dunkel. In der Ferne ist ein einsames Licht zu sehen. Instinktiv laufe ich durch diese Leere auf diesen einzelnen Lichtpunkt zu, bis mich eine einsame, ganz in Weiß gekleidete Gestalt begrüßt, die genau wie eine ältere Fassung von mir selbst aussieht. Sie lächelt mich mit einer Wärme an, wie sie nur Väter schenken, und lädt mich ein, mich neben sie zu setzen. In der Wärme ihrer Gegenwart schwelgend fühle ich ein unerklärliches Glücksgefühl und Frieden. Wisst ihr, warum ich Sterbliche sterblich machte, Hermit? Das ist es, was euch von mir trennt. Ihr wisst, wie kostbar das Leben ist. Eure Ewigkeit im Jenseits wird kommen. Aber für den Augenblick gibt es dort unten Menschen, die auf euch warten. Ich habe es verstanden. Endlich verstehe ich es. Frieden gemacht. Nein, ich werde ewig leben. Nein. Irgendwann werde ich sterben. Aber mein Sohn, er mag Marzipan, wird für mich weiter herrschen. So. Coole Sachen. Zumindest ist auch endlich mal ein Satz, der passt. Mal ein vollständig ausgeschriebener Satz. Ich bin begeistert.
Ihr könnt Zahlungen verlangen. Oh, die haben ja alle kein Geld. Wie langweilig. Ja, von Irland wurde gefangen genommen. Und zwar von König Sigurd von Dänemark. Alter Feind wurde gefangen genommen. Oh, schon überobert. Ab nach Hause! Ach, guck mal, wie stark das hier wird. 1456 Mann. Na, seine Tochter ist ja noch bei mir am Hof. Hm. Hätte ich ja jetzt als Konkubine genommen. Wie sieht's eigentlich in Ostfrankenreich aus? Da könnte man auch mal plündern gehen, oder? So viel Inzucht fördert wohl Halluzinationen. Wo, was für eine Inzucht? Keine Inzucht bisher betrieben. Weiß gar nicht, was ihr meint. Also wirklich nicht. Ja, so ein bisschen hier die Ostfranken mal so ein bisschen angreifen. 14 Beute. 0. 25. 17. 26. 17. Ja, vielleicht sollte ich da mal reingehen. Ein bisschen Geld hier. Gehen wir mal in Ostfrankenreich ein bisschen plündern, ne? Hab ja eine Brücke hier in der Nähe. Guck mal, das geht. Lokale Räuber ausheben. Und rein da. Die Hanse an die Macht. Marzipan verbreiten. Wer will Marzipan? Ich hab Marzipan. Mal sehen, wie viel Geld die mir geben, wenn ich ihnen Marzipan verkaufe. Marzipan! Ah, guck mal. Der will Marzipan. Willst du kann sich das nicht leisten, mein Marzipan. Kann sich Marzipan von 50 Gold nicht leisten. Da muss er noch ein bisschen sparen, da kann er sich Marzipan kaufen. Eine Frau, Rosa Marzipan. Ich finde lustig, der Name passt eigentlich ganz lustig. Ich habe Rosa Marzipan. Da ist ja eigentlich meine Tochter. Na, ich mach was zum Verheiraten hier. Mädchen, Sir Valentin. Wie sollen wir sie nennen? Sie will ja, ne? Das war eine Idee. Sie will ja Marzipan, weiß ich noch. Das hat einer vorgeschlagen. Name? Sie will ja. Weitere Ideen. Schweinchen Marzipan. Waffel mit. Süß wie? Das ist die Süß wie? Ja. Süß wie Marzipan? Rosenmarzipan? Süß wie rosa Marzipan. Das ist ganz schön. Da könnte man das Original noch mit reinnehmen. Oh, ja. Niederegger ist doch keine schönen Namen für ein Mädchen. Das würde ja eher zu einem Kerl passen. Freie Bahn mit Marzipan-Schokolade an Laguste. Mandela. Ja, da hast du Mandel, aber da hast du das A, das passt dann, dann bin ich nicht so rein. Herbe. Herbe. Die herbe Marzipan. Okay, mal meine Kartoffel. Aber auch noch wieder, hatten wir schon in der Umfrage. Sie ist dein. Marzipan. Sie ist dein. Ich glaube, die drei nehme ich an eine Umfrage rein. Ich merke nämlich langsam, ich krieg Hunger. Ich sollte was essen gehen. Machen noch die Plünderung hier durch. Da will ich noch plündern gehen. Sie will ja süß wie oder herbe Marzipan. Süß wie. Das ist die Süß. Oh, sie will ja. Sie will ja geht wieder. Ich glaube, sie will auch. Sie will ja. Einzige, was mich stört, ist mein Rivale. Der stört mich gerade richtig in der Verbreitung unseres Marzipans. Sie will ja oder Süß wie? Mit dem Doppelname. Sie will ja Süß wie Marzipan. Ah, nee, der passt nicht. Da muss man sagen, ist kein schöner Doppelname. Machen wir.
Sie will ja rosa Marzipan. Aloha, Herr Persipan. Ein wunderschönen guten Tag. Persipan? Sturmteufel. Jetzt haben wir Sir Satanico 666. Jetzt haben wir Sturmteufel 666. Ich scheine ein sehr teufelanziehender Kanal zu sein. Verliere ich da was? Nein. Super. Dass hier auch nie jemand plünderst. Ah, da. 9,24. Nein, da verlieren wir Leute, ne? Genau, da. Krieg erklärt! Was? Nein! Die Nordmannen kommen! Heidewitzka, wir müssen raus. Ich werde von den... Klar werde ich, natürlich werde ich von denen. Natürlich werde ich von den Nordmannen angegriffen. Honig ums Maul. Ein Vasall schreit oft danach, die Aufmerksamkeit seines Lehnsherrn zu erlangen. Doch dieses Mal ist es umgekehrt. Er mag, wäre ein wahrer Segen als Fürsprecher für eine ganz bestimmte Geschichte. Ich muss alles tun, um meine Seite zu ziehen. Ich muss mir genau überlegen, wie ich seine Aufmerksamkeit erregen kann. Vielleicht eine Investition in seine Besitztümer? Vielleicht ein versprochener Gefallen? Mein Blick schweift zu einem Artefakt auf der anderen Seite. Was? Ich will doch nicht meinen Hausbanner abgeben. 20 Gold, ja, das ist okay. Die Gunst sollte ausreichend sein. Sogar wahrscheinlicher, dass ich es hinkriege. Nimm dankend an. Aha, super. Ah, scheiße, das ist ein Druckmittel gegen mich. Ah, habe ich vielleicht nicht gelesen. Hätte ich mir doch das andere machen sollen. Ist das jetzt eine Plünderer-Armee? Muss ich nicht eine richtige Armee ausrufen? Warte, wenn ich jetzt... Ja, dann müssten wir in den Norden. 8.800 Mann. Wikinger-Abenteuer. Ich finde, das ist ein guter Moment eigentlich. So ein schöner... Ja, es ist zumindest kein Kriegsvolk. Hier hast du noch Kriegsvolk. 400 Pikiniere, 400 Bondi. Gold haben wir noch. Ich könnte mir Volk reinholen. Ich werde in der Verteidigung sein. Und er hat vielleicht noch ein... Na, das ist doch ein super, super spannender Cliffhanger. Das finde ich einen guten Cliffhanger. Das finde ich jetzt gerade einen spannenden Cliffhanger, weil der Krieg wird länger dauern. Ich wollte Pause machen und mit so einem Cliffhanger in die nächsten... Na, das ist schön. Cliffhanger! Wird Marzipan den Angriff der Nordmannen überstehen, nachdem ich die Nordmannen angegriffen habe? 8.800 Mann. Wer das nicht verpassen will, Leute, sollte auf jeden Fall schnell den Follow-Button drücken. Dann habt ihr die Marzipan und verpasst ihr ganz viel Marzipan. Morgen geht's weiter. Morgen geht's weiter. Wenn alles normal ist, geht's normal morgen weiter. Morgen aber nicht um 16 Uhr, sondern vermutlich um 16.30 Uhr, weil meine Frau Elternsprechtag hat und ich damit länger auf meine Tochter aufpasse.